Boah, ich glaube, ich werde mir einfach, weil das Hauptproblem an der ganzen Scheißsituation gerade ist sowieso, dass ich kann mich natürlich so gut von der Gesellschaft abspalten wie nur möglich. Ne, habe ich auch vorher schon getan. Bin ich sehr gut da drin. Oh, einfach so Hermit Lifestyle, Baby, let's fucking go. Aber es lässt sich natürlich nicht vermeiden, gerade jetzt, wo Janneke noch in der Ausbildung ist und halt täglich im Krankenhaus, dass da irgendeine Scheiße mit nach Hause geschleppt wird. Und ich meine jetzt nicht nur mal so Covid, weil auch der grippale Infekt Anfang des Jahres, der war auch nicht so geil. Das hätte ich auch gerne vermieden, hauptsächlich wegen der Arbeit. So, das ist. So, du bist festangestellt und krank. Ja, okay, lass mich einfach mal eine Woche auf die Couch setzen. So, oh, du bist selbstständig und krank? Boah, einfach eine Woche Existenzängste. Geil. Mega! Und ich glaube, Leute, hier ist das für die Bingo-Karte, dadurch, dass wir ja eh die Mansarde als Wohnung haben. Ich glaube, ich werde es einfach so machen. Ich werde mir einfach sicherheitshalber so ein Survival-Kit zusammenstellen. Weißt du, Björn jetzt mit seinem eigenen. Jetzt gibt es demnächst auch den eigenen Prepper-Bucket von mir. Nee, aber ich glaube, weil ich will jetzt mir nicht oben ein Bett oder so reinstellen. Vor allem, weil das dann auch steuerlich halt ein Problem wäre, das dann als mein Arbeitszimmer zu deklarieren. Aber weißt du, einfach zumindest nochmal so ein Schlafsack und Isomatte irgendwie zu holen. Und das hier einfach oben zu verstauen. Dass ich notfalls, wenn dann irgendwie Janneke sagt, oh, mir geht's nicht so gut, ich komme krank nach Hause. Okay, alles klar, dann kann ich halt hier hochgehen und dann abwarten und dann gucken wir einfach mal so 2, 3 Tage, was passiert. Und wenn sich's dann entwickelt, okay, dann kann ich weiter hier oben bleiben. Oder ansonsten, weil das habe ich halt bei dem letzten Mal gemerkt, so, okay, selbst wenn ich dann auf der Couch schlafe, ich kann mir die Scheiße halt dann doch noch irgendwie einfangen. Ne? Wenn du halt die ganze Zeit in der Wohnung dann zusammen rumläufst, und selbst wenn du halt dann Desinfektionsmittel mit Maske oder so, es kann halt trotzdem sich noch irgendwie der Scheiß übertragen. Deswegen, vielleicht mache ich das dann irgendwie so demnächst. Dass ich einfach nur so. Weil ich habe hier oben ein Bad. Das wäre nicht das Problem. Ich habe hier oben eine separate Dusche und Toilette. Das heißt, theoretisch, ne, solange ich einfach nur. Dann müsste ich halt nur in. Ich mein, dann müsste ich halt in so einer Situation nochmal selber dann rausfahren und nochmal ein paar Sachen einkaufen. So Dinge, die ich halt hier oben ungekühlt dann essen kann. Oder beziehungsweise notgedrungen halt Essen bestellen die Tage. Ich habe bisher noch nichts. Ich habe bisher noch nichts. Beziehungsweise, wenn ich immer das Gefühl habe, dass ich was habe, dann weiß ich auch, dass man sich das halt ganz gut einreden kann. So. Aber ich habe kein Schnupfen, ich habe kein Niesen, ich habe kein Kratzen im Hals, ich habe kein Husten, ich habe kein ich habe halt die Verspannungen, weil ich heute zu lange im Bett gelegen habe und dadurch halt so ein bisschen Kopfschmerzen, aber das ist halt auch im ganz normalen Bereich bei mir. Ich fühle mich jetzt nicht irgendwie schlechter oder fitter oder sonst was als sonst. Das ist so. Und deswegen, ich kann es halt nicht sagen. Aber dadurch, dass Janneke halt am Donnerstag so erste Symptome hatte, aber der Test eben negativ war, weiß ich halt nicht, ob sich. Na, beim letzten Mal mit dem grippalen Infekt, ich dachte, wir wären voll in der Clear gewesen. So, Janneke war schon wieder auf dem Weg zur Besserung. Und dann dachte ich so, ja, okay, jetzt ist 3, 4 Tage nichts passiert. Jetzt sind wir irgendwie durch. Und dann kam es bei mir trotzdem noch. Dann hat es mich halt doch noch vollkommen aus der Bahn geschmissen. Und ich musste einfach einen Tag, glaube ich, so komplett auf der. Ich habe einfach, ich glaube, einmal fast 24 Stunden durchgeschlafen. Und halt wirklich so mit insanem Übelkeitsgefühl, Schüttelfrost und also the whole nine yards. Darauf habe ich keinen Bock. So, weißt du, wenn es einfach so ein leichtes Ding ist, wo du einfach so ein bisschen, ah ja, okay, ich bin ein bisschen was benebelt. So wie ich das halt von früher kenne, wenn ich krank war in der Schule. Dass du so, ja, okay, ich bin krank und ich habe so ein bisschen so, der Kopf ist so ein bisschen zu, ne, Nebenhöhlen, ich fühle mich ein bisschen angeschlagen. Das ist kein Problem, da kann ich immer noch weiter bei arbeiten. So, dann gehe ich halt nicht vor die Tür oder gehe halt nicht irgendwie ins Fitnessstudio oder so. Also A, weil es halt für mich auch blöd wäre und B, weil ich halt keine Leute anstecken will. Mich ärgert es halt gerade, dass ich halt gestern halt erst noch im Gym war, wo ich mir jetzt so denke,
Ne, wenn ich jetzt irgendwie wenn ich jetzt irgendwas haben sollte, ich hoffe, weil ich bin halt nicht davon ausgegangen, dass irgendwas ist, weil der Test am Donnerstag halt komplett negativ war. Bin ich eben so, da hätten wir wahrscheinlich auch einfach ein bisschen paranoider noch sein sollen. Ja. Vielleicht hat er einen Abwurf. Also bei wem war das denn? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das ist ja geil. Bist du nicht auch. Nee, ich bin nicht Risikogruppe. Ich bin nicht Risikogruppe. Ich bin nur. Mein Problem ist dadurch, dass ich. Ich leide generell unter extremen Verspannungen. Und es ist sowieso schon schwer, das bei meinem Lifestyle also durch die Arbeit halt gefunden, der Lifestyle. Jetzt nicht, dass ich halt viel am Schreibtisch arbeite, das ist nicht das Problem, sondern einfach, dass ich immer noch in diesem Überlebensmodus bin von, oh mein Gott, wenn ich jetzt diese Woche keine 500 Videos mache, dann kann ich meine Miete nicht bezahlen. Das heißt, wenn du halt die ganze Zeit in so einem Anspannungsmodus bist, ist es natürlich sehr schwer, oder ich habe halt Probleme damit, mich auf die Übungen auch zu fokussieren und die regelmäßig durchzuführen, weil ich immer so, oh fuck, ich muss noch daran arbeiten, noch daran arbeiten, noch daran arbeiten. Das heißt, da habe ich generell schon ein Problem mit, das zu bessern. Plus, wir wissen halt auch noch nicht, ob es noch so ein paar Änderungen gemacht werden müssten oder so. Das sieht man halt erst, wenn man andere Sachen dann ausbessern kann. Aber jedenfalls, wenn ich 2-3 Tage im Bett liege, dann ist das, dann bin ich halt wirklich für 1-2 Wochen danach gefickt. Weil dann die Verspannungen dadurch noch so schlimmer werden, dass ich A, eine Zeit lang brauche, die erst wieder richtig zu bereinigen und B, dass dadurch meine normalen Symptome halt schlimmer werden. So, ich konnte nach meinem ersten Mal Covid, ich konnte, als ich rausgegangen bin, so nach 2 Wochen, ich konnte nicht richtig in die Ferne mehr gucken. Weil einfach mein Körper so verspannt, ich habe sowieso schon Probleme mit den Augen, weil der Sehnerv permanent angestrengt ist durch die Verspannung. Und das war nach den 2 Wochen so extrem, ich konnte einfach nicht mehr in die Ferne gucken. Ging einfach nicht. Ich habe eine Woche gebraucht, bis ich wieder ganz normal in die Ferne gucken konnte. Das ist halt der Scheiß, auf den ich keinen Bock habe. Und natürlich, ich bin generell extrem paranoid, was Langzeitschäden betrifft. Ich habe an sich kein Problem damit, so persönlich krank zu werden für einen kurzen Zeitraum. Ich bin halt dadurch, dass ich eine chronische Scheiße mit den Verspannungen halt mit mir rumtrage und die versuche loszuwerden seit 6 Jahren. Das ist natürlich mental eine Vorbelastung, wenn du dann so weißt, oh, theoretisch so, ja, okay, die Chancen, nachdem es jetzt schon mal hatte und nichts passiert ist, klar, ist jetzt wahrscheinlich nicht so hoch, dass irgendwas sein könnte, aber vor allem als mit den Impfungen eben auch. Ich weiß das, aber die Chance theoretisch besteht ja irgendwie immer schon noch. Und das ist so das Ungewisse. Ich bin da halt jemand, der sich auch gerne abchecken lassen will. Ich habe just gestern Termine. Ich meine, ich werde ja dieses Jahr 35. Ich fange gleich an, Leute, keine Sorge. ich wollte das nur gerade besprechen, bevor jetzt dann die ganzen Cutscenes kommen. Ich werde ja dieses Jahr 35 und dann habe ich gestern auch gesagt, okay, nicht einfach nur präventiv Sachen machen, sondern auch mal präventiv Dinge abchecken lassen. Das heißt, ich habe gestern Termin für Urologen und Proktologen gemacht und einen Termin bei Hausärztin, um eine Überweisung für eine Darmspiegelung zu bekommen. So. Einfach mal, weil ich denke so, Bro, ich bin 35, ich habe damit zwar keine Probleme, aber es ist jetzt nicht wirklich so aufwendig, mir einmal irgendwie vom Urologen an die Prostata gehen zu lassen, um einfach nur zu überprüfen, yo, ist alles in Ordnung. Es ist wirklich kein Problem, mir von einem Arschdoktor einmal kurz in die Poperze rein. Ich meine, die machen, an sich gehen die gleiche Richtung. Ich glaube, das ist, weißt du, da machen wir mal, bin ich mal Vorreiter. Ich weiß, Männer ist jetzt nicht gerade so das, wo man, oh ja, da habe ich aber voll Bock drauf, oder da geht man mal, man macht das einfach mal, Leute, es ist echt kein Ding, wenn ihr so an die 30 Grad kratzt oder drüber sein solltet, macht einfach mal einen Termin, lasst es einfach mal kurz abchecken,
Das dauert nicht lange und dann weißt du einfach Bescheid. Und wenn was sein sollte, dann je früher, desto besser. Weil ich hab, wo ich keinen Bock drauf habe, ist nachher in dieser Situation zu sein, wäre ich mal einfach zum Arzt gegangen oder so. Und dann ist es nicht so, dass ich Symptome habe für irgendwas, aber warum das nicht nutzen? Wofür bezahle ich Krankenkasse? Weißt du, wofür bezahle ich denn monatlich meine 200 irgendwas Euro Krankenkasse oder so, wenn ich mir dann nicht wenigstens mal von dem Geld von Ärzten in den Arsch greifen lassen kann, weißt du? Ich finde, man sollte das auch einfach mal so wirtschaftlich betrachten. Ne, wenn du eh schon zahlst, das ist wie ein Buffet, dann hol dir auch was zurück. Weißt du, dann macht man einfach mal alle paar Jahre die Darmspiegelung. Ich glaube, da wird so gesagt, so ab, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, die meisten Leute sagen meistens immer so ab 40, aber ich glaube, so ab 30 ist generell nicht verkehrt. Ich glaube, mein Proktologe meinte so alle fünf Jahre mal eine Darmspiegelung ist definitiv nicht verkehrt. Ich kann mir keine Zukunft ohne Arschobst vorstellen, ja, ich auch nicht. Ich weiß, dass der Proktologe heißt, aber ich finde Arschdoktor einfach immer besser zu sagen. So Urologe, so Penisarzt oder Penisdoktor, finde ich, klingt nicht so lustig. Vielleicht muss ich mir was anderes eindenken, so. Jetzt irgendwas? Noch so Synonyme für Arzt oder Doktoren. Ich meine, so Dick-Doktor, das geht vielleicht noch. Gibt's irgendein Synonym für Arzt mit P? Das ist oder so Pimmel. Das wäre, keine Ahnung. Also Arschdoktor finde ich einfach gut. Okay, machen wir mal rein. Number one Fan. Warning, are you sure loading into the expansion from this menu will override your progress in existing expansion save slot? Das ist okay. Ich hatte das Spiel so eh durchgespielt beim letzten Mal. Pimmelmann-Arzt, Dr. Cockburn. Da musste ich zum Glück noch nie zum Urologen hin für Cockburn. Der Cock da. A fan. The dictionary definition of the word is an enthusiast, a fervent devotee, an abbreviation of fanatic. What comes across to an outsider as a dangerous obsession or even madness is something entirely different from the point of view of the fan herself. To be a fan is a joyous existence, one filled with the happiness that stems from knowing with utter clarity the purpose of your life. But what if that purpose could be more still? If you could be lifted out of the flock as your idol's chosen one, the only one who could decipher his secret messages. Oh, das ist so cool. What lengths would you go to save the object of your obsession in? Alter, ich bin voll nicht mehr drin in Alan Wake 2. Ich werde mich jetzt so dumm anstellen. Classic episode number one fan. Teleplay bei Alan Wake. Oh, das ist cool. Oh, das heißt, er hat die Episode über seinen Number One Fan geschrieben. Ist auch ein bisschen weird. Life's a funny thing. You spend all your time wishing and hoping and dreaming for something, and then, bam! Destiny shows up at your door like a mailman with a package you were pretty sure got lost because you ordered it like 6 months ago. Oh, I know that feeling. That's okay. When your destiny has eyes like sunsets and a beard like mahogany-colored velvet, you don't really mind how it arrives. Oh, what the fuck? Oh mein Gott, es ist das alte Outfit. Es ist Alan Wake 2 mit Alan Wake 1 Outfit. Let's go. But my day didn't start off bestellen bei Limited Run, ja. It began like any other day did for this waitress / protector of the town of Night Springs. Ich mag, dass die ganzen Farben jetzt auch so angepasst sind. As always, Night's Diner was the hottest spot in town. Attend to your customers. Plenty of work to do. Kann ich einfach wieder ins Klo zurückgehen? Gibt's hier irgendwas, was ich...
Ich muss einfach direkt wieder untersuchen. So, vielleicht ist irgendwo was versteckt, I don't know. Worauf war nochmal? Oh, Bruder, ich weiß gar nichts mehr. Das ist nicht die Farbpalette! Hi, everyone! Oh mein Gott, war das im Hauptspiel schon Dearlicious Milkshakes? Of course. Who else wants a top up? Me. Right here, please. One for me, please, and thank you. Will do. Let me just grab a fresh pot. Dearlicious. Hat der eine Unibrow? Der sieht, glaube ich, nur so aus. Der Mann ist fertig mit seinem Leben. Der hat keinen Bock mehr. Alter, die Farbpalette. Voll geil. Oops, wrong way. Kann ich ja sonst noch irgendwie mit dem Fernseher hier interagieren? Nee, ne? Ich kann auch nicht mit der Jukebox. Nee. Ja, okay, dann gehen wir mal zum Kaffee. I heard the writer is madly in love with her, but is too shy to make the first move. Einfach allen Leuten ins Gesicht kippen. Wie er mich anguckt. Nein, Bro, der Kaffee ist nicht für dich. Here's your coffee. How do you juggle running this diner, your bird sanctuary, and that amazing fan site for the writer you love so much? Ich liebe auch, wie sie einfach The Writer die ganze Zeit sagen und nicht Alan Wake. Here you go. A person of your genius and grace is wasted serving coffee to us. Ich gönn dir das Spiel. Oh, nice. Oh, I don't mind. Ja, das Alan Wake 1 Outfit in 2 spielen zu können, finde ich eigentlich eine geile Idee, jetzt wo ich es auch gerade gesehen habe. Was named best fansite in the world. Congratulations. Kennt man ja, klassischer Award. It was another cup. I would kill to have a passion like you do for that writer of yours. You two are destined for each other. We sure are. That's everyone's coffee. Better oh, put this cup ich liebe back. Insane I behavior. Loved being the very successful owner and operator of the county's most popular diner. But that was nothing compared to my grease fire of passion for the writer and his sheer literary talent and flowing hair and lips like buttery pie crust. Pie! I need to clear the empty pie plates from the tables. Why not French fries? Just the empty was from the tables? Also the empty plates. The writer plates. Is just outside town in that mansion of his. Why ich liebe einfach, wie man so, okay, wie... Wie können wir die Animation vom Teller aufheben umgehen? Oh. Ich finde das ganz okay gemacht, aber die Sache ist, wenn es dir halt so auffällt, ne, dann so solche Sachen you can't unsee. Das ist halt ab, ne, weil die Animation, die hatten sie nicht. Und damit das dann nicht gemacht werden muss, okay, schieben wir den Charakter einfach immer davor. Excuse me. Can I borrow you? What can I get you? Oh. I need a good book recommendation. Oh. After all, you're the town's literature buff. Oh, you have got to read the newest book in the writer's crime trilogy. I'll grab you a copy from the back. Get a novel from storage. Ich habe einfach so 200 Bücher. Oh mein Gott. He better not crease any pages. You can do it. Thank you so much for taking in my 6 macaws. I know you have your hands full with all the other sick birds at your bird sanctuary, but if anyone can find a cure for their rare bird lupus. It's you. A young girl who wants to be used someday. Oh my god. Find a cure for the rare bird lupus. It's me, your favorite writer whose voice you would recognize in your sleep. I'm in danger.
Please, my number one fan, you're the only one who can save me. Oh my gosh. Don't worry. I'm on my way. My beloved writer was in terrible danger, and I had to rescue him. The stakes had never been higher. Luckily, I kept all my accessories in the diner's kitchen. Wie das gute Amerikaner machen. Aber ich wollte die restlichen Sachen noch lesen. The only thing that hurts more than love is loving again. Love Will Hurt by America's best-selling writer. Oh mein Gott, das Cover sieht aber cool aus. Death comes for everyone, that doesn't mean it's painless. Death will hurt. Love will hurt, death will hurt. Und das ist... Will hurt! A man's life is ripped apart. He's out to get justice and the whole city will hurt. Oh, ich hoffe, das ist der Name von dem Hauptcharakter. William Hurt. Oh mein Gott, die... Oh, fuck, Alter, das mit den Katzenohren. Oh, Employee of the Decade. In recognition of basically being the best at everything presented to everyone's favorite waitress. So gut. Beat Poetry Night at Knight's Diner. Knight's Diner presents Beat Poetry Night for the literary advancement of Knight Springs every Friday at 8 p.m. Oh Gott, das ist hervorragend. Ich weiß gar nicht, haben die eigentlich nochmal Trophäenerfolge, die DLCs? Ich habe jetzt im Vorfeld ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Under the kitchen table. My accessories. Everything a girl needed to claim victory in the battle for love. Ja, okay, hier kann man. Ich hoffe, das ist auch im echten Diner so. Ich hoffe, das ist jetzt nicht einfach nur hier so, sondern das ist auch wirklich, wenn du ins Alan Wake Diner rein no-clippen würdest, dann sähe das immer schon die ganze Zeit so aus. Die haben ihre eigene Erfolge. Okay, alles klar, gut. Boah, einfach durch die Titte durch. Okay, kann ich noch irgendwas anderes aufnehmen? It's getting a Michelin star just for its coffee. My bolt-action hunting rifle with a gorgeous walnut stock. Deadly. And looks good doing it. Kann ich die Armbrust nicht mitnehmen? Like me. Okay, was... I was finally Alter, ich weiß gar nicht, ich muss mich mit der Steuerung gerade erstmal wieder... Okay, das heißt, wir haben die... Leaky Propane Tank. Get Up and Go Pills. Scheint auf jeden Fall ziemlich viel Munition zu sein. Das heißt, wir haben die Rifle und wir haben die Shotgun. Keine Ahnung, ob die Stats aus dem Hauptspiel übernehmen oder einfach jetzt für die Episode frei sind. Kann ich? Okay, ich kann nicht. No hate crimes for me today. Get jiggy with it. Oh mein Gott, die sieht aus wie die eine Hauptcharakterin von Silent Hill Ascension. Oh no. Das sieht einfach aus wie mein Charakter älter. Das sieht einfach aus wie dieselbe Person, nur älter gemacht. Congratulations. Congratulations! Congratulations! The boatyard is this way! You better hurry! Go through the boatyard! You can do it! This was my moment. My chance to save the rider and make him realize you got how much he needs me. You! And if that's not save enough, him, love I don't know what is. Nothing can stop the power of love. Oh mein Gott, das ist so geil, übertrieben dämlich. Welcome to Knight Springs, home of America's best-selling writer.
one waitress plus one writer forever. Ich liebe einfach, wie das nicht mal Sinn ergibt. 1 plus 1 gleich 4. Nothing would get between me and my future with the writer. Oh. Die fucking Musik. Less handsome version of the writer. Oh, don't you ever compare me to that worthless hack. Sure, I may be his wild and rebellious estranged twin brother, but we can't all be perfect. I had no idea he had a brother. To think there were two of him all this time. After today, there won't be. No more writer, no more books, no more living in a shadow. You're his brother. I'm sure you two can talk it out and realize you have so much in common, and after you change, you can move in together. And I'll come over with popcorn for movie nights. This brother, Ben and Wake. He had his chance for popcorn and movie nights, but he wanted to keep everything for himself. Too bad. You know what they say? If you can't join him, beat him. What did you do to him? I locked Mr. Fancy Pants up somewhere you'll never find him. You won't get away with this. Inside my pants. I'll stop you. Oh. Babe, I got an army of people that hate him. Immer noch grafische Fehler hier in dem Bereich. They're ready to die if it stops him from writing another crappy book. What do you got? I have the power of love. Oh, is that right? Ja, das Schlimme ist, dass die halt keine Max Payne Level mehr machen konnten, leider. Stop all of us. What? A monster could be blind to the poignance of my writer's books. And there was only one way to deal with monsters. Whoopsies! I need to talk to you. I need my spinach today. Fuck, worauf war nochmal der Dodge Button? War das auf? Ah, ey, okay. Oh my god, what the fuck is happening? Don't get between me and my writer. What the fuck is happening? Gosh, that's a lot of fire. Oh, nice. Double KO. Don't get between me and my writer. Oh, hold on. What the fuck? I need to fill my gun up. What the fucking fuck? It's bullets o'clock. Oh. Das war... Ich liebe einfach, wie sie gesagt haben, okay, Bro, hier, nimm einfach die ganze Munition. Nimm einfach die Shotgun mit 500 Schuss. Let it rip. My writer's jerky twin had him locked up somewhere. Like a sweet, helpless prince locked in a tower. But his fan in shining armor was on her way. Luckily, one of those guys had made a hole in the fence for me. Oh, verdammt. Dafür niemand ist hinter mir? Nee. Wird doch garantiert irgendwas. Oh! Oh, what's this? Wait, what? Wait, what? Wo? Was, wo? Hä? Yeah, wait. What?
Die Musik macht mich paranoid. Okay. Noch irgendwie jemand? Ist da noch irgendwo wer? Ich glaube, am anderen Pier... Oh, am anderen Pier ist jemand gespawnt. Darf ich den von hier aus? Ja, ich glaube, da am Pier sind Leute gespawnt, weil ich hier zu nah rangegangen bin. Okay, hier ist extra für das Romantic Getaway. Alles klar, gut, dann gehe ich mal auf die andere Seite. Habe ich die Alter, ich habe 144 Schuss für die Schrotflinte! What the fuck? Oh, Survival Horror at its best. Alter, ich kann gleich nichts mehr aufnehmen. Ich hab 244 Schuss, wenn ich raufhätte. Was zum Teufel? Oh, nee, also ich glaube, bei so einem DLC passt das auch lieber. Ist jetzt auch nicht so, als ob das... Ich meine, das Gameplay war jetzt auch ehrlich gesagt nicht die Stärke von Alan Wake 2. Aber keine Ahnung, warum hier welche gespawnt sind, wenn hier ist nichts, wenn hier extra nichts gibt. Oh, good old Remedy Jank, ja. Ja, aber ich glaube, also die Chancen stehen hoch, dass die Night Springs DLC auch mit Max Payne hätten machen können, beziehungsweise Alex Casey. The tracks would lead me right to my writer. Aber halt Rip Buddy, das ist auch so. Ah ja, das war, ich meine, wie alt war der? Er war doch auch gerade irgendwie 50 irgendwas oder so. All I needed now was an unlimited supply of black coffee and crippling emotional trauma caused by the untimely death of my spouse. Oh yeah, baby. Gibt's hier noch irgendwas? Ich will jetzt nicht wieder anfangen, die ganzen Gebiete unendlich abzusuchen, weil das hat mir auch ganz ehrlich gesagt, ich mag eigentlich so Exploration, aber das hat mir auch beim Zweier so ein bisschen was gekillt. Voll in den Sack. Das war voll als der Hochstellmer, du springst in die Luft hoch und jemand schießt dir in den Hoden. Das wäre schon richtig peinlich. Das könnte mehr Gore vertragen, das Spiel. Das ist noch so eine Sache. Weißt du, wenn die Leute so auseinanderfliegen würden wie bei. Wie bei Last of Us 2. My gun's hungry, oh boy. Bitte noch den. Oh, da ist noch einer. Yo, Jimbo! Da hinten kommen noch welche? Ja, okay, dann ist alles gut. Lass mal kurz hier reinkommen. Alter, ich hab wirklich keinen Platz mehr, irgendwas mitzunehmen. Insane. Wie viel Munition willst du haben? Ja. Alter, ich hab fast 400 Schuss für die Schrotflinte. Oh, die fucking Viecher. Am Leben oder ist das ein anderer? Ich glaube, der war noch am Leben. Ich mag auf jeden Fall die Musik sehr, die ist cool, die abgespielt wird. Ich meine, das Kampfsystem ist jetzt nicht so sehr darauf ausgelegt, sagen wir mal so. Aber ich finde es trotzdem ganz lustig, dass wir die ganzen Leute entgegenwerfen.
so he could reveal this vulnerable chapter from the dramatic story of his emotionally troubled past. Oh, that man has more layers than a croissant. More layers than a Baumkuchen. Ich hab komplett vergessen, dass der Max Payne VA gestorben ist. Ja. Vor allem relativ kurz nach der Veröffentlichung von Alan Wake 2. Ich glaube so einen Monat oder zwei danach. Das war entweder ganz Ende 2023 oder Anfang 2024. I couldn't let these monsters continue to plague my dear writer with their negativity. I would treat them the same way I treat trolls on my fan site. But this time I was banning them from life. Das finde ich auch cool. Banning, I'm banning you from life. All the tears of the angels in heaven were falling over the city. She wore the rain like a funeral shroud. She was in sad state, this city of mine. But she was still mine, the filthy prison I called home. I was here for a reason. Joe Bullets Capone. He was inside, drinking champagne and throwing around his dirty money while I stood in the rain smoking a soggy cigarette. But that didn't matter. The only thing that mattered was I knew Bullets had a bad night coming his way, and he had no clue. He made me wait for it, though. My pack of cigarettes was long gone by the time Bullets staggered out the back door. I detached myself from the shadow, stepped up right beside the pathetic excuse of a man. Long time, Joe. Bullets looked up, his booth-soaked grin twisted into something less friendly. You! Das ist ja so geil scheiße geschrieben. He reached for the pistol under his jacket, a six-shooter with slugs big as my cigarette studs. Stubs. I done my homework. He barely had the piece out for his holster before I was on him. I wrestled it out of his hands, tossed it behind a dumpster. Bullets didn't like that. Gave me one right in the gut. Wind rushed out of my lungs, like a soul leaving a body. Through my wheezing, I could make out the slaps of boots against water. Bullets was lagging it. Had to get after him. Couldn't lose him. Not when I was so close. He had info I needed. The address of the last stop for his train called Revenge. The address of the last stop for this train called Revenge. Oh my god. So I sucked in whatever air I could and took off after him through the twisting maze of alleyways. Two rats, but only one cheese. I pulled out my revolver. I was playing for keeps. Don't make this hard, Joe. This is hervorragend. I caught up to him as he was dropping down the other side of a chain-link fence. He sneered, teeth like rows of gray tombstones. He thought he was escaping. He thought he was safe. My body slammed against the fence like a bird against a window. I clutched a thin metal, scrambled over it, the jagged ends of wire ripping through the sleeves of my leather coat and biting into skin. The pain was welcome. Oh my god, this is 10 von 10. 10 von 10, das writing. I dropped down in the alley and ran like a panther. At every blind corner, I expected a trash can lit to the face. None came. Maybe Bullets hadn't liked what he saw in my eyes as I climbed the fence. I bet he was smiling now. Then I had him, trapped rat, trying and failing to wrench a locked door off his hinges. I leveled my gun at him. You know what I want, Joe. Bullets let go of the door handle, hands up as they'd go, beseeching a higher power not to cast him down. Come on, man! Ain't gonna bring your wife back! Can't hurt to try. Talk. Yeah, sure. Sure thing, sure. Bullets lunged for his ankle, a crack of lightning from my hand, and he was down in the gutter, clutching his belly. I walked over, calm as snow. I stood over him, watched his putrid blood mingle with the rivers of rainwater. You talk, I call an ambulance. His words were having a hard time getting through the pain. You're insane, man, insane! I raised my gun, level with his eyes. Try again. Okay, you want the big man, yeah? I know where you can find him. Blood pounded in my ears like war drums. All the killing, the sleepless nights, the booze, the countless cigarettes I smoked while ghosts swirled around me. It was all for this. The drums got louder. Bullets caught his breath.
straining against the pain, then he spilled his guts. My number one fan, if I don't make it, then I just want you to know that no, I can't say it. Curse my cripplingly sensitive artistic nature. I left the alley, told a waiter on the curb that a guy had been shot, didn't care what he did. With that information, I had what I needed. Oh my god, this is so insane. What the fuck? Oh. Ich freue mich auf die Disc-Version ohne die Audio-Probleme bei Launch. Ja, an sich, ne, so nach hinten raus, maybe. Vielleicht war es besser, dass wir keine physische Version zum Start bekommen haben. Weil jetzt haben wir eine wesentlich bessere Version auf der Disc, die ganzen. Vor allem, die halt auch das hundertprozentige Spiel hat. Das. Wenn die Disc zum Start gewesen wäre, dann hätten wir New Game Plus nicht bekommen. Und das New Game Plus hat das wahre Ende vom Spiel. Ne, Final Draft ist das richtige wahre Ende. Ah, okay, hier einfach hoch. So, das hätten wir nicht gehabt. Und da muss ich dann schon sagen, ja, okay. Vielleicht gar nicht so verkehrt, dass wir jetzt so lange warten mussten. Joy, we can finally be together and sit through beat poetry readings and drink $18 cocktails and have high tea with the queen. Wait a minute. My writer only drinks coffee. Two sugars, no milk. I keep all life the is not unlike a highway. Okay. No more tricks. Das ist so, das ist, ich muss sagen, das ist einfach darauf ist zu schaffen, so einen Schwachsinn zu schreiben. Ne, life is a highway. Life is not unlike a highway. Muscles don't cry, they sweat. Hervorragend. Life is a highway. I can ride it all night long. Alter, wie oft ich diesen Scheiß-Song bei dem Cars-Game gehört habe. Das hat sich einfach in mein fucking Hirn reingedrückt. Ich meine, das kommt auch, glaube ich, im Film vor. Can't remember. Ist hier draußen irgendwas? Dann gehen wir mal hoch. Aber im Spiel kommt das halt die ganze Zeit. Running with wolves? Seems like becoming the alpha, everything you need to know to lead your wolf pack like a true alpha from TJ Wolf. Oh, hervorragend. They know. They know. Oh, jetzt habe ich Bock auf Pizza. Boah, ich weiß nicht, ob ich mir nachher noch eine Pizza bestellen kann. Aber es kommt drauf an. Wenn der Test positiv ist, who cares, dann mache ich mir unten was zu essen. Wenn er negativ ist, dann bestelle ich mir, glaube ich, noch irgendwas. The moon can only shine when the sun is gone. The night can only come when the day is done. Can the sea ever meet the ocean? Oh, what the fuck. Oh, wow. Habe ich eigentlich eine Taschenlampe oder so? Gibt's hier Licht? Ich weiß gar nicht mehr, gab's mal. Nee, das war. Oh, hier ist noch was. Nee, das ist einfach nur die Tür, die in die Heizung aufgeht, wenn ich von innen drin das mache. Nee, keine Ahnung. Where are you? Ah, hier. I was never upstairs. I lied when I said there were no more tricks. You're starting to peeve me off, mister. Where is my writer? I'm just having a little fun. Let's chat down at the beach. Peef me. Just out the back. First, he kidnaps my writer. Torture ideas then for Hack Brother. Car battery, solid potential. Pulling fingernails, too messy. The bell, where do I get a bell? Blunt spoon, nice and simple. Dismantle typewriters. A+ psychological damage. Gasoline fire. Fire might burn my cabin down. Maybe overcomplicating this. Oh, fuck. Ey, das ist großartig. The bell. Where do I get a bell? A+ psychological damage. The twin said he was down at the beach. Down at... This is where... Not the beach! The beach!
Oh Gott, ich mag einfach, dass du hier die Freiheit hast, wirklich zu sagen, okay, das Setting ist jetzt einfach dumb goofy shit. Weil im Hauptspiel aber ein richtig geiler Moment war eben, als du ihren Schrein gefunden hast für Alan. Und quasi daraus jetzt ein komplettes spielerisches Segment zu machen, war schon geil. Hey, me and my bike were just enjoying the view. The beach that makes you old. I went to the beach that makes you old. What happened? I got old. Where is my writer? What do you even see in that crybaby? He's boring, he dresses like a nerd. Hush your mouth! He is a stylish intellectual who is in touch with his feelings. You're starting to cram um die Uhrzeit, ihren Essen, ich habe hier Pizzerien, die haben bis, die liefern bis 4 Uhr morgens. Das ist kein Problem. What did he ever do to you? I already told you that? At the boatyard? I feel overshadowed. By success, like he's taken everything I can compete. Oh, right. I remember now. It's a self-confidence thing. Well, it's a bit more complicated than that. You are going to tell me where he is or else. Or else what, babe? You asked for it. You are rude. You have no manners. Your too cool to care attitude is attractive initially, but drives people away after they realize you're emotionally incapable of letting your walls down to reveal that you are a vulnerable human being just like everybody else. You are trying way too hard with that outfit. You... No, stop. I don't like being seen. Listen, I never had your precious writer. I was just keeping you distracted while my army of haters storms his mansion. My army now the of haters. Your life is doomed. Doomed! No! Okay, als jemand, der die, der diese Jumpscares nicht mochte, finde ich das mit dem Wolf ziemlich lustig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist da noch irgendjemand? Wo ist sie? Where the fuck are you? Lady? Ach, da hinter dem Baum. Das hab ich doch eigentlich gedodged. I had to get to my rider's mansion as fast as my chunky kitten heels would take me. Noch einer? Fuck off. Ich mag auch die Wegweisung mit dem Feuer, das ist ehrlich gesagt ziemlich lustig. It's probably my burning sensation for Alan Wake. Hier, das sieht ziemlich. Hör mal an, wie der. Der einfach so ein Stück auch aus der Kleidung und Haut dann gefehlt hat. Okay, wir können so cool it with the Yahtzee, okay? Cool it with the Yahtzee, das ist... Voll reingedodged. Ich glaube, du hattest dadurch keine Iframes, ne? Okay, lass mal kurz. Ist hier noch einer an der Seite, den ich nicht sehe? Oder wer hat mich da gerade eben getroffen? Ach stimmt, die hat noch zwei genommen. Ich mag es nicht so ganz, dass sie teilweise. Ich meine, das ist jetzt bei den Sachen nicht so schlimm. Aber halt generell, dass die nicht wegfallen zur Seite. Aber ich glaube, ich kann mal ein bisschen die. Habe ich das beim letzten Mal nicht angepasst? So Sound Effect Volume können wir, glaube ich, noch ein bisschen weiter runternehmen. Hier noch?
Oh, sogar tatsächlich für die. Komm, machen wir die Rifle nochmal. Einfach für die Abwechslung, weißt du? Einfach ein bisschen für die Abwechslung. Ich finde einfach geil, dass das Spiel dir so übertrieben viel Munition gibt und mir auch wirklich sozusagen so, don't worry. Einfach so, das ist genügend Munition, als du jemals irgendwie verbrauchen kannst. So, just don't give a shit. Einfach schieß einfach so viel du willst. So, weil vorher war es schon, oh, ich habe aber viel Munition, vielleicht brauche ich das noch. Und jetzt ist es so, okay, ich werde niemals die komplette Munition verschießen können. My number one fan would never fall victim to my twisted brother's lies. His hatred for me is as inexplicable as the sunrise. And just as fiery. But I knew your heart would never waver. You're the only one who can save me. I believe in you. Wann denn Essen bis 4 Uhr morgens abhängen, Björn? Definitiv, wenn Janneke wieder gesund ist. Und ich hoffentlich mir jetzt auch nichts eingefangen habe, aber gucken wir nachher. Das wird das große Finale nach dem DLC. We were connected by love and destiny. He was meant to be mine. Always and forever. There was no time to lose. Achso, das war. Ah, okay, da war ich schon. Ich could save the writer and the very soul of literature from these evil haters. The fate of all art rested on my shoulders. Ich finde das einfach geil, dass die Leute, die sie angreifen, wirklich nur Alan Wake-Hater sind. Und das deswegen, ja, alles klar. Aber ich meine, ich glaube, das ist so der Traum von jeder Person, die mit irgendwelchen nervigen Kommentarenfunktionen belästigt würde. Das ist so, ja, baby, let's go. Rescue Writer. Talk to the bad boy. Oh, hello, bad boy. Aber ich muss mir vorher noch, ich habe kaum noch Munition. Unlike him, I'm not afraid to get my hands dirty. What? Feedback. Was war das Ding gerade? Was habe ich denn da getroffen? What? Wo ist er? What? What? Okay, was? Ah, okay, da. Ich war gerade so, was zum Teufel? Soll das Herzen sein? Ah, verdammt. Ah, fuck, wo ist er jetzt hin? Ich hab das größte Problem, einfach nur zu sehen, wo er ist die meiste Zeit. Weil dann so die Herzen aus irgendwie dann auf einmal von links kommen und denkst so, oh, da wird er wahrscheinlich sein und auf einmal kommt irgendwas von rechts. Okay. Ah, natürlich. Natürlich kommt einfach aus dem Nichts von rechts einfach ein Wolf. I'm fresh out of bullets. Okay. What the fuck? Ja, das geht ein bisschen zu sehr in die Breite, da kann ich das auch kaputt schießen.
Aua. Okay, das macht gut. Ja, das ist halt blöd. Das ist blöd, wenn du gegangbangt werden kannst dadurch. Aber ich hatte einfach keine Zeit, mich zu heilen. Kann ich auch direkt auf ihn schießen? Nee, leider nicht. So, ich mag die Farbpalette, aber das Problem ist, durch die Farbpalette macht es schwieriger, ihn tatsächlich zu sehen. Auf die Waffe zu gehen. So, das ist halt einfach dieses, oh, ich drehe mich um und auf einmal kommt von irgendeiner Seite, kommt irgendwas geschossen. Und der geht halt leider in der Umgebung vollkommen unter. Okay. Ich dachte, ich war so schnell genug. Alles klar, Jacob. Wo ist er? Wo ist das sexy Monster? Ach, da ist das sexy Monster. Okay. Ich wusste nicht, dass die so krass verfolgend sind. Das kann, okay, ich nehme das kaputt. Das war das Motorcycle. Ich höre einfach seinen Text kaum über das Schießen. So, ich habe das schon so runtergestellt, dass es einfach alles so laut, dass ich seine Stimme nicht richtig hören kann. Das war weird. Das war weird, ja, keine Ahnung. Im Kampfsystem, Boss-Design ist leider immer noch nicht das Beste. Okay, wo ist er? Ach, da unten. Go ahead. Finish me off. Der Ultiala DLC. Ja, das ist eine Katastrophe, dass du. Ich will einfach. Ich will hauptsächlich in so einem Spiel den Dialog hören. You really do love him, huh? I guess I never even had a chance. Deswegen, ich habe beim ersten Mal ist das voll untergegangen, das ist mein Motorcycle, ist also a werewolf. So, der ganze Joke ist für mich da einfach untergegangen. That he's got the love of somebody as amazing as you. Ich mag den DLC, aber die Kämpfe sind halt nicht das Highlight des Spiels. Your words have shown me that it wasn't my brother I hated. It was myself. Therapy. Oh, what have I done? Those haters will tear him apart and it's all my fault. Please, go save him. Oh, I intend to. Weil eigentlich finde ich den mein My Motorcycle is also a werewolf, finde ich eigentlich ziemlich geilen Satz. Okay. Don't get between me and my rider. Das ist so, ich bin es einfach gewohnt, dass wenn ich mit einer Schrotflinte aus der Nähe auf einen Gegner schieße, dass er auch dann irgendwie umfällt oder irgendeine Reaktion zeigt. I ate my spinach this morning, so don't mess with me.
You are all being very rude. Ich meine, bei denen ist es okay, weißt du, bei so, okay, das ist der Videogame dicke Gegner, der mehr Stamina hat und aushält. Nee, Mann. Ich muss jetzt hoch. Aber du merkst halt auch, dass das funktioniert halt nicht so gut in so ne, Third Person in so engen Räumen. Alter, wenn du noch einmal Yahtzee sagst, ne? I fucking swear. Einfach zwei Schüsse und nichts passiert. Dadurch bekommen halt auch die Waffen weniger Wucht. Da kannst du dann noch so gut es geht. Oh mein Gott, was war? Ach, der am Boden war noch am Leben. Da kannst du dann noch so viel in den Sound oder so reinlegen. Wenn die ganzen Charaktere halt visuell nicht perfekt irgendwie rumfliegen, dann geht da halt viel verloren. Und es fehlt halt auch so der Gore. Du hast halt hauptsächlich so eine rote Mistwolke, die irgendwie erscheint. And there he was. Aber ja, ich will das Alan Wake 2. Ich will das Alan Wake 1 Outfit in Alan Wake 2, bitte. Finally alone. Together. Our love was written in the stars. And so we danced like two spinning planets that would eventually crash into each other in a dazzling display of flames and rocks and other planet stuff. Ja, das ganze Blut im Gesicht ist super. He told me all the sweet things I'd been waiting a lifetime to hear. I saw myself reflected in his eyes. I would always be at his side to inspire and protect him. He needed me now and forever. Wo war das? Wo war das Fettshaming, wenn ich sage, dass die großen dicken Gegner mehr aushalten? Ethan and the object of her joy come together against the world trying to keep them apart. A happy ending for some. Aber ich glaube, das wäre weird. Ich meine, ich finde das geil, dass du das im Spiel dann in der Hauptkampagne spielen kannst, aber vielleicht wäre es auch teilweise echt ein bisschen weird. I don't know. One can never tell. In Night Springs. Wahrscheinlich, wenn ich das jetzt laufen lasse, werde ich nachher wieder gesperrt, aber dann nehme ich es einfach raus. Ich find den Song richtig geil. Du hast den Song eh noch zweimal, aber das ist auch ein absoluter Banger. It's a bop, as the kids would say. Oh, Alter, ich liebe diese ganzen, ich weiß nicht, ob Leute das auf Twitter gesehen haben, diese ganzen Edits und so, die Leute gemacht haben. Es gab ja irgendwie das Bild von Timothy Chalamet, wo er so eine Glatze eben hat. Und einfach die ganzen Edits, die Leute damit gemacht haben, sind so geil. Vor allem einfach so Referenzen, an die ich nicht mal mehr gedacht habe. So diese beiden Twin Brothers aus Yu-Gi-Oh! Season 1. Wo es so, oh boy, da habe ich aber seit 200 Jahren nicht mehr dran gedacht an die. In fucking Night Springs. In fucking Night Springs. Expansion.
Noch Star. Let's go. 2 von 3, Leute. Bam bum bam ba. Bum bum ba bum bum ba. Bum bum bam ba. Desperately trying to stay one step ahead of the shadowy government agents hunting her. Agents from the very same agency that took the only person she cares about. On her quest, she is guided by her mysterious alien guardian angel. Her guiding star shows her the way, as it always has. She does not know what strangeness awaits her as she follows its unwavering light to the small town of Night Springs. I knew that. Tonight's dreamlike episode, North Star. This is gonna get strange. There's no helping it. The universe is much deeper and weirder than people know. My brother and I know. We've seen it. We've seen you. But there are some people, an agency, that doesn't want anyone knowing more than what they see. That's why they took my brother and have been chasing me my whole life. Let's go! But I can't keep running. Oh, Magician Coffee World. Habe ich jetzt eigentlich dann ihre Waffe oder? Look for your brother. Join us. Make the coffee world. Ne, make the world coffee, lol. Bam, 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 bam. Alter, ich hab so Bock auf ein Control 2, ne? Ich hab so Lust. Was? Locked up tight. Das war 4, 5, okay, keine Ahnung. Yep, locked. We need the code. You really think he's in there? Then let's figure out how to get that gate open. Find a way in the park? Okay. Ah. You think something here's important? What, the numbers? Einfach 238, was da steht. Einfach, wo es drauf fokussiert ist, 238, oder? Yay! Oh, Rätsel gelöst. Become new joiners. Das wäre auf jeden Fall, also wenn ich einem Kult beitrete, dann dem Kaffeekult. So, ja, Coffee, you can have my soul. Hello? Warum muss ich hier wieder einen Code eingeben? Is anybody here? More than the sum of its parts, the secret is in the roast. This is coffee at its prime. A roasting bar. This place really makes me want a coffee. But I guess that's the point. Okay. Aber sind das nicht die Gegner eigentlich aus Allens Abschnitt? Das sind nicht seine komischen Viecher gewesen. What the fuck are those? Ich weiß gar nicht mehr. Passiert da irgendwie was, wenn nicht? Nee. Ich glaube, ich darf die nur nicht berühren, ne? Irgendwie. Okay, Taschenlampe. Tasting Room. Ich weiß nicht, ob ich es besser finde, wenn ich als Jessies volle Powers hätte, dann. Dann könnte ich einfach über alles drüber fliegen, natürlich. Das wäre ein bisschen wack, aber. Ich fand das an Control eigentlich schon geil, wenn du später die ganzen Kräfte hattest. So, auch da war leider wieder so ein bisschen, warum muss alles irgendwie RPG-Systeme haben? What the fuck? This is where I find my people. Okay, Taschenlampe. Aber ansonsten ist hier. Nee, ansonsten ist hier nichts, ne? Join the percolator.
There was a fish in the percolator. Oh, ich muss endlich mal Twin Peaks Rewatch machen. Yay, we did it. Yummy. Ist da noch irgendwas? Soll das irgendein Code sein? Boah, Bruder, das kann ich mir sonst noch nicht merken. Okay, wo soll... Okay. Ja, Dark Roast Family. I love my Dark Roast Family. Ich liebe, dass ich die ganze Munition finde, aber... Warte mal, lass mal... Was war das? Trauma Pad? Brickslot... Hier. Brickslot. Hier. Ich weiß nicht, ob die Bonnen wahrscheinlich dann aber automatisch, dass ich wieder nachfüllen kann. Oder brauchte ich. Ich weiß nicht mehr, ob du als Item gebraucht hast. Okay. Okay, my man. Hat er gerade gesagt, best part of the game? I mean, Coffee World war schon ziemlich cool, muss ich sagen. I enjoyed Coffee World. I would enjoy Coffee World in real life as well. Muss ich wirklich nur den Code finden, einfach? Ich finde das so ein bisschen seltsam, wie viel... Oh, warte, da ist eine Person. The Gazebo? Is Mr. Breaker? Mr. Timmy Breaker? Is this you? Ma'am, here. Get inside the light. Oh, they don't like the light. You shouldn't be here. How did you even get inside? Shit, a cop. Should I lie? I kind of let myself in. You got more than you bargained for, huh? I'm looking for someone. My brother. Have you seen anybody? Quantum Break cast reunion, ja schon. I'm sorry, ma'am. They've been abducting people from Night Springs, too. I'm here to get them back home. But now it's time you left. It's not safe here. What's going on here? What are those shadow... What are those? Well, that's what I'm here trying to figure out. The government's been putting something in the coffee. Turning people into coffee monsters. The government? Is this the same government agency that's been chasing me all these years? I'm not going anywhere until I find my brother. Ist das Remedy HQ? Ich glaube, das ist einfach ein... There's a warehouse das ist just past Sam the Lakes. It's locked up tight. Has some fancy ja, der hat wahrscheinlich so ein Coffee World Ding irgendwo als Privatgelände. I figure that's where they're keeping our missing folks. There's a spare pistol and flashlight on the bench. I'd feel better if you took them. There's a pistol at the well on the bench. And whatever you do. Oh no, it's just a pistol. Do not drink the coffee. This should make things easier. But I want to drink the coffee. Let me have the coffee. I want the coffee. Worauf war noch mal die Taschenlampe? Ah, hier, da war Taschenlampe, okay. Kann ich nicht mehr mit ihm reden? Nee, leider nicht. Gut, dass ich erstmal die Taschenlampe, das Licht verbrauche. Was haben wir hier? Missing person. Have you seen me? Jacob Flamsom. Alter, der sieht nicht aus wie 52. Was ist denn da los? Sex, yes. Height. Oh. 5.5.5.11. Manlet. Last seen hiking at Night Springs National Park. On 18th September, the reporting party advised that her partner, Jacob Flamsom, was last seen leaving for Night Springs National Park at approximately 11:30 a.m. Flamsom was wearing a dark shirt with Rock Band logo.
Also, die meinten eine Rockband oder meinen die das Spiel Rockband-Logo? Flannel Overshirt, Navy Jeans, a phone, please contact the Night Springs Sheriff's Department. Oh, fuck, da war noch andere. Dark Triangle Coffee proudly presents Night Under the Stars. The nights may be cold, but the coffee is hot. This week, Coffee World will only be open at night. Bring your family, friends, children, anyone you know for the fun under the stars, okay? Join us. Join the percolation. Please be aware that there will be some changes due to new management. Starting immediately, Coffee World will only open at night. This will allow us to draw in new customers. All staff should be pushing our brand new Dark as the Void blend. On that note, tomorrow we will have a special tasting party for staff. Attendance is mandatory. Please bring your friends. Average cult behavior. Okay, where the fuck do I have to go now? Let's check out that warehouse the sheriff mentioned. Ah, danke. You're still with me? Good to hear. Warehouse, roasting bar, warehouse. Wo war Warehouse? Wo war Warehouse? Was haben wir hier? Welcome Center. Tasting Room? War hier irgendwo? Ah, da. Ah, genau, da sehe ich es doch. Ich wusste das. I knew it. Oi, fuck it. Warte mal, da ist doch irgendwas. Ah, hier ist eine Box. Give me light. Alter, das ist aber auch in der DLC gibt ja auch schon wieder so 500 Munition irgendwie. Okay. Bro! Was war das denn für ein Lightspeed? Kann ich die jetzt schon nachschießen? Einfach mitten im Nirgendwo. Ja, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dem irgendwie eben Schaden machen konnte. Fuck. Okay, einfach durchlaufen. I don't know. Ja, weil das bringt nichts mehr. Was ist hier? Okay, doch. Weil du hast irgendwie kaum Treffer. Du hast irgendwie kaum Trefferfeedback. Das fühlt sich ehrlich gesagt richtig scheiße an. Also ich bin einfach am draufhauen und nichts passiert. Also ich hab nicht das Gefühl gehabt, dass ich den Schaden machen würde, bis die komplett verschwunden sind. War das? Nee, das war hier. Mein Inventar voll? Kann ich nicht mehr? Hä? Machen wir einfach mal so. Ah, jetzt geht's. Weird, weil ich wollte auch gerade sagen, das ist doch oben rechts noch, da ist doch noch genügend Space im Inventar drin. Okay, die Dinger genommen. Na, ist es auf dem Kackhaus? Ein bisschen Kackpappe mitnehmen. Nicht bevor die Welt wieder untergeht und das Ganze dann, wertvoll ist. Hi, I need to get inside. Please insert passkey. Sorry, I. Was wird hier über Amazon Originals geredet? In meinen Mentions. Fucking machine. Passkey invalid. Do you submit to security questions for authorization? Sure. What's the question? Please recite the fourth word of Dark Triangle Coffee's mission statement, as seen in our orientation. What kind of question is that? That is incorrect. Coffee? That is incorrect. Das wäre lustig gewesen, wenn einfach das funktioniert hätte. Please recite the fourth word of Dark Triangle Coffee's mission statement, as seen in our orientation video.
let me inside the fucking building. That is incorrect. Ich hab einfach nur, ich fänd's lustig, wenn das richtig gewesen wäre. Ich meine, es ist mehr als ein Wort. Alles, Bombe, alles okay bei dir? Prime Amazon Abo. Triangle? Incorrect. Okay, wo finde ich das Video? Where the fuck is the fucking video? Guess we need to find that orientation video. Are you inside here? Are you inside here? Where's my Orientationsvideo? I need my orientation video. I can't without my orientation video. Thank you. Yo, Maestro, vielen Dank. 1-1-1. Okay. Vielen Dank für das Primo. 12 Monate. Let's go. Let's go. Jahresparty. Immerhin habe ich das hier noch gefunden. Okay, where the fuck do I go? Where the fuck do I go? Da geht's wieder zurück. Da gehe ich no. Das Orientation-Video. Ich meine, war dann. Da war, glaube ich, kein Fernseher hier irgendwo bisher, oder? Was soll ich das sagen? The security system wants some kind of password to get into the warehouse. So you got it working. I wonder why it wouldn't turn on for me. What did it ask for exactly? Because you're a man. It asked for the fourth word of the Dark Triangle Coffee mission statement. Any idea what that is? Of course, it wants you to watch the video. The info you're after is on a videotape, but it is chock full of government brainwashing. I watched a bit of it. It was doing something to me. It's dangerous. You can't watch that tape. Ja, aber ich muss doch nur die ersten 4 Wörter hören. I need that videotape, Sheriff. Well, this is exactly how they get you. But fine. If you really want it, I hid it in the Ferris wheel, cup number 4. You'll need this key. Don't say I didn't warn you. I wanna watch the video. Ich hoffe, das ist wie bei Scary Movie 3. Das ist das Videotape. Das war bei dem Cup Ferris wheel das Ding. Es war doch... Okay, hier ist der Fernseher. Oh, richtig schöner, guter CRT. Den nehme ich aber gleich mit, Baby. Der wird gleich mitgenommen. Der wird einfach mal direkt beschlagnahmt. This is now my property. I need it for research. And personal shenanigans. Ja, keine Ahnung, ich bin irgendwie da kein Fan von dem Kampfsystem hier. It's a bit ass. And not the good kind. It's a bit ass derogatory. It's a bit ass lovingly. Ich habe das Gefühl, ich bin hier komplett falsch abgebogen. Vor allem, war ich da nicht vorhin mal? War ich nicht an der korrekten Stelle? Mitte, oben links, rechts. Ja. Stell dir mal vor, die machen eines, was so 2 Stunden, was einfach so eine Kombination aus so 200 Dingern sind. Und du musst einfach das als Video mit aufzeichnen. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Ich bin, glaube ich, ganz am Anfang aus Versehen dahin gegangen. Okay, das ist Tasting Room, Roasting Bar. Ich glaube, das war aber in der Nähe vom Tasting Room. Da, ne? Ja, da oben. Wo sind sie? Where are you, my guys? My dudes!
my shadowy friends. Show yourself. Ja? Wo bist du? I can hear you, but I cannot see you. Da kommt wahrscheinlich wieder gleich irgend so ein Dieter hier. Ich heile mich mal einfach kurz. Was kommt garantiert einfach irgend so ein Ulrich vorbei und dasht mich einfach weg. Genau so. Sind das die Leute, die. Das wird das aus dir, wenn du zu viel Kaffee trinkst? Wie heißt nochmal dieser britische Coffee-YouTuber? Ist der das? Yay! Was war es, den vierten, ne? Oder macht Jesse das jetzt einfach automatisch auf das, was ich brauche? Okay, 7, 8, 9! Alter, wie viele gibt's denn da? 10! Ich muss das komplett einmal abwarten, ne? Das ist auf der 5 irgendwie gestartet oder so. Da kommt doch gleich irgendwas. Irgendein Scheiß kommt doch da jetzt gleich. So, ich warte da drauf, bin konzentriert. Und dann springt mich irgendwas an. This is how the horror games work. So, you up for a movie? I got my tape, baby. Endlich. Oh, all the snuff porn that I can watch. Let's go. Okay, gab's hier noch was? Oh, hier gibt's sogar noch was. Mehr Batterien. Gotta eat more batteries. Denkt dran, Leute. Teil einer jeder guten Diät sind Batterien. Gotta eat more batteries. 3 Liter Wasser am Tag trinken und mindestens 4 Batterien essen. Okay, was war das? Jetzt bin ich schon ein bisschen... Fuck, der letzte war falsch. Okay. Dann im Dreieck und dann unten rechts. Ah, der war oben. Nee, fuck, was? Nein, das war... So, jetzt. Ich hätte es mit dem Steuerkreuz machen sollen, mit dem Analogstick, ist manchmal ein bisschen weird. Titel gelesen. Wünsche einen milden Verlauf. Danke, ich werde es gleich testen. Nach den beiden DLC-Episoden. Ich hatte vorhin noch zum Glück nichts. Aber Janneke liegt unten flach. Janneke hat sich jetzt auch ins Bett gelegt mittlerweile. Aber es war eben noch alles in Ordnung, sagen wir so weit. Also der Verlauf ist bitter. Verlauf bei Janneke ist bisher sehr mild. Ich hoffe halt nicht, dass Janneke sich jetzt irgendwie eine komplette Woche Fehltage halt gönnen muss auch. Da ist halt das beschissene... Oh mein Gott, wo war das jetzt? War das hier unten? Nee, da ist der... Warte mal, als der... Ich müsste... Die Richtung dann. Ich bin gerade eben von hier gekommen, ja. Weil das Problem ist, dass Janneke während der gesamten Ausbildungszeit von 3 Jahren insgesamt nur 60 Fehltage haben darf. Ich meine, ist auf jeden Fall in einem guten Level. So, es ist jetzt das zweite Jahr, ist fast durch. Im September ist das zweite Jahr durch und ich glaube, der letzte Stand war irgendwie immer noch so knapp unter 30 Fehltage. Also es ist auf jeden Fall noch genügend Zeit da, aber ich kann es halt verstehen, dass man das nicht unbedingt ausreizen will, ja. Ja, guten Abend, by the way. Habe Batterien abgesetzt von meiner Tideboards Diät. Oh, Bombe, das ist doch so 2018. Coffee is a fast-growing company with ambitions to sweep the nation. Gotta go with the trends. Oh fuck, ich hab ganz vergessen, was das vierte Wort war jetzt. Ich hab nicht aufgepasst. Distinctive flavor and our unique beans. People are rushing to join the Dark Triangle movement. The company's mission statement is simple. Piss. To drink the truth. There. That's truth, okay. That's what we need. One. The password is our truth. And spiritual growth now has we been can. Hey, what is.
Something is... Hallo, ich möchte das Video gerne verstehen. In my head. Please, you need to... Ich nehme mal, das ist das Tape Object of Power dann? You stopped it. That was awful. Like a voice screaming in my head. Like a voice screaming in my head. We got what we needed. The fourth word of the mission statement. Truth. Bei uns in der Pflege waren das, meine ich, sag, Alter, das ist so insane. Let's get back to that so, warehouse. Ich verstehe das für so allgemeine Fehltage, aber wenn du... So, du musst ja einfach nur mal zwei Wochen mit einer Grippe flach liegen und das sind dann 10 Tage. What would have happened? What is this agency trying to do here? Control people? Control? Why? What's their plan? What if my brother has already been... No. I didn't come all this way to lose him. Morgan, vielen Dank übrigens auch für das Abo. Ich habe British Coffee YouTuber gesucht und es kam ein Typ namens James. Das ist der. Das ist exakt der. Ja. Ich finde gut, dass du einfach nur British. Wünsche dir viel Gesundheit und dass du ohne Covid durchkommst. In Resident Evil 3 nicht dodgen zu können, ist immerhin schon Bürde genug. Danke. Danke, vielen Dank für die 3 Euro und vielen Dank für die netten Worte. Okay, das muss ich dann leider ertragen, ja. Take control. Ich weiß nicht mehr, wenn es eben nochmal gesagt hatte, dass der Soundtrack von Quantum Break so viel besser war als von Control. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Erinnerung mehr an beide Spiele, was den Soundtrack betrifft. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Soundtracks hatten, weil ich bin jemand, der so ambiente Soundtracks halt überhaupt nicht, das heißt nicht mag, aber halt relativ langweilig findet und sich dann an nichts erinnert. Und deswegen, ich weiß gar nicht mehr, ob die Spiele überhaupt richtig sind. Das Einzige, was ich von Control eben noch weiß, ist das Take Control. Der Song war super. Aber ich kann mich bei den... Deswegen, ich kann das null bewerten, weil ich das einfach nicht mehr weiß. Ich müsste bei beiden Spielen nochmal reinhören. Aber Quantum Break habe ich auch seit Launch nicht mehr gespielt. Ich habe das zum Launch 100% gemacht und das war vor... Oh mein Gott, das war vor 8 Jahren. Oh mein Gott, das war vor 8 Jahren. Alter. Das war vor 8 Jahren. Oh, das tut weh. Piss. Ja. Ja, ja, das ja, wenn du da noch irgendjemand hatte sich aus der Gruppe beim Bouldern auch irgendwie dann den Fuß ich weiß nicht, stark verstaucht oder so irgendwas. Und war dann auch erstmal ein paar Tage weg. Two hundred war's, ne? 200. Okay, I'm sorry. I'm not a fucking barista. Und jetzt die ganzen Fragen rausfinden? Okay, wo kriege ich das jetzt her? Information. Ist halt ein bisschen blöd, dass du dann hin und her laufen musst. I bet I can find the temperature I need at that roasting bar. At the roasting the bar. Optimal roasting temperature. It's time to get roasted. Roast house. Roasting bar? War die roasting bar? Ist das die roasting bar? I've loitered in enough coffee shops to recognize a roasting machine. Let's check this out. Let's check it out! Ist das die Operate Only, ist das der Code, die Temperatur, die ich eingeben muss? Angles of Triangles, Prime Numbers, 1, 2, 1 plus 2 plus 1, 4 plus 2 plus 3. Okay, das ist dann einfach nur... This
The temperature is more than the sum of our triumphs. What does that mean? Yahtzee. Danke sehr nochmal, danke sehr. Mysteriöser Mr. B, vielen Dank für die 3 Euro. Matrizen lösen, ja. More than the sum of its parts, okay. Did you know Dark Triangle has an optimal roasting temperature with a, which is greater than the sum of our triangle? Also ich meine... Ist das? Das ist kein gleichseitiges, ne? Oder steht da unten steht 40. Wenn ich das richtig sehe. Okay, aber more than some of parts, more than some of parts. Okay. It's in the roast. This is like being back in school. The first digit of our optimal roasting temperature is half of the second, and the third digit is one less than the one before. Okay. Also ich meine, es kann ja, also wenn es 1 wäre, kann es ja nicht sein, ne? The first digit of our primal roasting temperature is half, nee, doch, the first is half of the second. Das heißt, also ist es einfach 2, 3, 4, ist es einfach 2, 4, 3 in dem Fall? That doesn't seem right. Oder habe ich das gerade... Third one is one less than the one before. It's half of the second. Weil wenn es ja mehr als das sein soll, dann kannst du ja nicht mit einer 1 beginnen, weil sonst hättest du ja 1, 2, 1. Oh, das war das sogar hier, was da stand. Lol. Das war 1, 2, 1, 2, 4, 3. Okay. Prime. The optimal roasting temperature what? For dark prime triangle number? Coffee is below 500 degrees Fahrenheit. Alter, wie viel? 500 Fahrenheit. Ich weiß gar nicht, wie viel. Aber das wären doch. Sind das nicht einfach ein paar hundert Grad Celsius? 500 is also the number of light years between Earth and planet X. Okay, aber dann kann es doch eigentlich nur 4, 8, 7 sein. Oder? Nee, es kann auch noch 3. Oder warte mal, was hat das mit Prime Numbers hier zu tun? War nicht noch irgendwas mit Prime Numbers? The coffee is at its... Oder... Nee, also das heißt, also es kann dann noch 3... 365. I guess they only hire mathematicians here. Ja. Yes. That did it. 487. Who knew geometry would actually come in handy? Hat auch nichts mit Geometry zu tun. Ich meine, wenn. Das war jetzt einfach nur simples Durchraten basierend auf dem zweiten Ding. Lustig ist, Planet X minus 13 kommt auch auf 4. Oh, stimmt. Oh, 500. Oh, fuck yeah. Oh, das ist keine... Oh. Ich mag den Mathe-Shit tatsächlich. Ich fand das auch im Hauptspiel geil, wo die sich drüber lustig, wo die sich so aufgeregt haben. Kannst du mal aufhören, mit irgendwelchen Mathe-Puzzlen das Ding hier kaputt zu machen? Das fand ich waren die besten Puzzle. 487. Oh. I don't want to drink the coffee. I have tried the coffee. I tried the coffee. You are not coffee. Try the coffee. Worth a shot. Das bin ich zu meinen Gästen. The coffee. That's gonna be a problem. But I can't stop now. I don't want to drink your damn coffee. Okay, aber wo kriege ich den denn her? D-
Das größte, der größte Horror in Alan Wake 2 war für mich wieder das Gefühl, in der Matheprüfung zu sitzen. Ich mag ja diese, ich mag ja so reine, kleine, also diese Matheaufgaben, die halt so auf Logik basieren. Was ich in der Schule zum Beispiel immer echt gerne gemacht habe, das war dieser Känguru-Wettbewerb, den es gab. Wo du einfach in so einer, ich weiß nicht, 2 Stunden so viele von diesen Matheaufgaben lösen musstest, wie es nur geht. Und das waren halt eigentlich alles so Mathe-Logik-Rätsel. Fand ich voll geil. Welcome Center? Ich weiß nicht, kann ich mal... Tim Breaker, wo bist du? No, Tim Breaker! My Heartbreaker, my Tim Breaker. Where are you, my Shaker? Shake your Breaker. Ich glaube, dann muss ich zu dem Tasting Room, ne? Ja, Tasting Room. Das, wo ich ganz am Anfang drin war. Oder war das? Warte mal, was ist hier? Tasting? Ja, Tasting Room. Ja, da genau. Okay, alles klar. Here goes nothing. I'm trusting you. Warum hast du so absurd viel Muni? Das ist einfach nur für die Munition, für den DLC, dass du darüber keine Sorgen machen sollst, scheinbar. Jetzt die Girl from... Oh. Warum haben sie das in Deutsch nicht einfach STRG genannt, das Spiel? There is definitely something wrong with this coffee. I knew I could count on you. I want a copy. I want to have more coffee. Please, more coffee. Please. Timmy! Timothy Breaker! Are you alright, Sheriff? I heard gunshots. Yeah, no, I'm fine. I was looking for you when one of those things jumped me. Got a little bit of coffee in my mouth, but I spit it out. Should be fine. But listen. I figured something out. Non-ADHDler, wenn sie nach 16 Uhr Kaffee trinken oder Kaffee trinken sollen. What did you figure out? Are you sure you're okay? Yeah, yeah, it's nothing. Those government bastards will never get me. But it's not just the government. There's something else here. Everybody. I don't know what it is, but it's... You need to get your brother and get out of here as soon as you can. Promise me. Yeah. I promise, Sheriff. Good. That's good. I'm just gonna catch my breath here a minute. I'm... Wenn ich 2 Stufen hochgehe. I am coffee now. I tried the coffee. I tried the coffee. You are coffee more than your weapon. No. How about I don't? Taschenlampe ist keine Waffe. Welcome, coffee. You ready? Hello, I am coffee. Are you also coffee? I promised Mug has been found. Oh no, kind of stealth sequence. Oh, I hate those. You are not. You are your own being. Real human being. I have locked the inner door as the instructed. No one will get past me without the blessing. Okay. He is the Mug. Kann ich da irgendwas machen? Oder ist das wieder so ein... ich hasse diese Sequenzen. Ich finde, das sollte einfach in Spielen verboten sein.
Vor allem, wenn du noch so Dinge zum Lesen und Verstecken da drin hast, dann ist es so, Spiel, was willst du denn? Willst du, dass ich die Gegend erkunde und die Sachen lese, oder willst du, dass ich einfach die Scheiße... Oh, jetzt muss ich das nochmal machen. Dann start mich doch einfach direkt da drin. So, dann mach doch einfach danach den Checkpoint. Ich hab keine Lust, das nochmal wiederholen zu müssen. Okay. What the fuck are those things? The new wind is upon us. Ich einfach reingehen jetzt. Locked. To keep people out or in. Okay. Finally. Let's get back to the. Da ist direkt, das ist einfach der Schlüssel, ist hier hinter. Ich liebe auch, dass du durch diese visuellen Effekte teilweise nicht gut nach hinten durchsehen kannst. Ja, was soll ich denn jetzt machen, wenn er bis hier hingeht? Gott sei Dank. I have done their bidding, packaged their coffee and brought the people to Coffee World to share in their blessing. They say I'm almost ready, okay. I brought you a coffee. What the fuck? Take it. What? Sheriff. How'd you get in here? Coffee time is family time. It's the best part of the day. Hey! Snap out of it! Oh, I want one. Ich hoffe, die verkaufen den auch in ihrem Shop. Ich will Dark Triangle Coffee haben. And leads to higher life expectancy. Fuck. I'm so sorry, Sheriff. Oh, this is a nightmare. I need to find my brother. He has to be okay. He has to not be coffee. What the hell? Have you ever seen anything like this? Ich finde, so die Thermoskanne von Remedy, die sie verkaufen, die finde ich ganz cool, aber ich will eher einfach lieber Kaffee haben. For Stealth, für Non-Stealth Games, ich finde, ja, das sollte es einfach nicht geben in Spielen. Vor allem, wenn das halt so ein One-Hit-Kill-Sachen ist. Das ist genau wie in den Spider-Man-Spielen. Das ist. Vor allem, ich werde dann auch einfach ungeduldig, weil ich diese Scheiße dann so. Ich habe da keinen Bock drauf, ich will das überspringen. Das ist wirklich so, gib mir Accessibility Feature. Einfach so Forced Stealth Sequence, skip. Hello, sister. I would like to tell you about a dream I had. Ist das jetzt ihr Bruder? A conspiracy within a conspiracy. Okay. How can one expose a lie when the truth exists beyond our wildest imagination? Who can ever truly know how deep the rabbit hole goes in Night Springs?
Ende. So, Leute, letzte Expansion. Das hatte irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht. Also ich fand das, ich finde das Writing in den Sachen cool. Aber, also theoretisch könnten, also das könnte für mich einfach wirklich eine Walking Simulator Sequenz sein. Also die hätten das normale Gameplay einfach rauslassen können, ganz ehrlich. Frederick Knudsen, der weiß, wie die Rabbit Holes gehen. So, weil das alles, was mich an den ersten beiden interessiert hat, war nicht das Gameplay. Es ist wirklich so rein das Writing, ja. Jetzt bin ich mal gestört. Timebreaker. Oh, endlich wieder Tim Breaker spielen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie hieß sein Charakter aus Quantum Break? Jake? War das Jake irgendwas? Jake Bake? Bakey Jakey? We often look back and wonder, what if? What if the path not taken had in fact been our charted course? Would we be happier? Or are we, with our set of choices behind us, the lucky ones? And what if nothing would be different? What if for some of us, our destiny across the endless number of versions of ourselves has been defined and locked beyond any causality of circumstance, beyond the forces in any one reality, but across all realities? For one man, the magnetic pull of destiny is so great it breaks time and space. We join this lone operative, many versions of him, in fact, as he chases his nemesis, a dangerous being known as the Master of Many Worlds. Across the multiverse, across the many versions of a city that is no, always not the same, multiverse. Yet always different. Multiverses. Na Leute, seid ihr auch alle Multiverses am Spielen? It's the hit game. Tonight's reality-bending episode. Timebreaker. Ich sehe Multiverses wirklich einfach nur, wenn Leute darauf klauen, dass irgendjemand wieder irgendeinen Infinite gefunden hat. Und einfach nur, wie broken das ist. No matter how many parallel realities I need to brave, how many lives, how many versions of me it takes, I will stop him. And I will come back for you, my love. And cut. Everyone, take five. My favorite guy. Der hätte eigentlich am Ende in Coffee World sein sollen. Was that okay? I mean, I can do more. I can do less. Yes. Ah, genau, yes, das ist dieses. Okay, das yes. ist dieses Poison Pill, alles klar. Sean, I'm really happy. Let's talk. I love your instinct on this, but we can still push this further. Immerse ourselves into this story. Believe in it. Make it crazier, wilder. Okay, das ist quasi In-Universe Remedy jetzt gerade. Aber das heißt, ich spiele jetzt gerade wirklich Sean Ashmore. Also das soll dann wirklich Sam Lake gerade sein und ich bin gerade tatsächlich Sean Ashmore. Okay. Let's dive in. Ich finde das so geil, dass sie das vor der Ankündigung vom DLC auch ihr Logo geändert haben. Since 1995, Nightspring City. We have plenty to talk about. The face! Oh. Das ist so fucking weird einfach. You wanted to talk? What the fuck? It's awesome to be doing this with you again, Sam. Sean? It's so good to have you. Ja, okay, ist dann wirklich Sam Lake. We've been like, dreaming okay. about this for so long, and now finally we are making Timebreaker, the video game. It's happening. Quantum yeah, Break, Timebreaker. I get it. Yeah. Of course, that was part of the previous game as well. Oh. I'd like to talk about my character. Just get deeper into the lore. Hey, I could talk about this for days. He's a multiversal agent, goes by many names as there are many versions of him. Breaker, Branch, others. He's searching for his lost love while his ruthless nemesis, Dor, the master of many worlds,
is murdering versions of him across parallel realities. He must track down and stop Dor. That's so cool. You've done cool superhero roles in the past. Long term, the agent will grow into the ultimate iconic superhero. Oh, that's awesome. Bought my gadget. So the vortex and the gadget. Sorry, I keep forgetting its name. There's just so many acronyms here. But it helps me travel through realities. Acronyms are cool, right? Like tiny mysteries. You power up your PRS, polyhedron reality shifter, with a SEN shifter energy node to activate a LumiVista TV and ride the vortex between realities. It's all REC, Ripple Effect Corporation tech. And you have a gun and a TBS, Time Breaker Solidifier, to defend yourself. Right, yeah. You clearly have your own vision of the multiverse. The right vision, the truth, it's all Sam Lake. That's trying to out-meta Hideo Kojima. Inspirations come from. They seep through. Somewhere this here a stalking is part of the video game, and another version of you is playing it. Somewhere your character, the agent, is real, and he could appear here through a portal anytime. What now. The fuck? Right. Yeah, right, Sam. You are a maniac, man. Totally. Okay. So, what do we shoot next? We need to set up for the next scene, where your nemesis pulls you into a parallel reality. You can go to your green room, chill out, learn the lines. I left the latest draft of the screenplay for you there. See you in a bit. Cool. Can't wait. What the fuck? Sometimes it's hard to tell if Sam's joking. A deadpan Finnish humor. And a reputation of being a bit out there. I picked up a weird vibe when he talked about the multiverse. No! This is your end. What the fuck was that? Hello? What the fuck is this? I thought I'd gone mad. Then I realized Sam was playing a crazy prank on me. Time Breaker by Sam Lake. Suddenly, psychedelic colored lights flare up through the open doorway. No! This is your end. Okay, das ist dann, der Charakter ist Branch. Oh, a loud struggle can be heard from the roof. Room. What the fuck? Hello? The actor steps into the room. A body sits against a wall on the floor. Someone has been killed. It's the actor's double. A trail of blood on the wall where he's hit his head. At his feet lies a gun. A sci-fi flashlight TBS and the scepter-like PRS. Actor, shocked to the point of hysterics. What the fuck is this? I thought I'd gone mad. Then I realized Sam was playing a crazy prank on me. No way this was real. Screenplay lies on the floor. The title page reads Time Breaker, written by Sam Lake. The Poison Pill logo is visible on the page. The PP logo is visible on the page. Another page of the screenplay is also visible as one-to-one this page here. If the player investigates the page, what is this? Alter. Oh. Das ist einfach wirklich wie Meta willst du sein? Holy shit. I had to admire how real the body and the props looked. So we got another one of you, huh? What? Too late again. Excuse me? No, this is just... It's a prank. It's just a prank. Wait, are you? Shit. You're not Branch. Oh, no, 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 no. No, no, no. He finally got you. Are you cast in this game, too? Listen to me. There are things you need to know. You are in great danger. You must do exactly what I tell you. Ich bin gut, dass sie die Jumpscare-Sachen reduziert haben. What the fuck? Alter, was hat der... Fuck? Was ist das für ein... What? I blanked out and I was suddenly someplace else.
I'd had gaps in my memory before. But that's the movie star. Was ist das für, was ist das für ein Outfit, was er. Der hat irgendwie so lange Haare, Bart? War das nicht Symbol von dem Gerät aus Quantum Break? She looked familiar. She was trying to tell me something and then it went dark. Sollte er sie nicht eigentlich als die Schauspielerin erkannt haben? Think, man. I need to get out of here. A psychotic episode? Or was the multiverse true after all? Did Sam do this? An elaborate hoax? Off-the-wall, method-acting reality show? It had gone way too far. Okay, okay. Yeah, let's go with that. Act like this is true. Okay? I'm an actor. I can do this. And once it's over, we'll have a good laugh. And then... Bleed Zone. Parallel Reality Bleed Zone. Cross-Dimensional Anomaly. No Trespassing. Authorized Rec Personnel Only. Okay. Ist das so die Form vom Bureau dann? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder gab es in einem der... Gab es schon einen Control irgendwie? Rec oder so? Find an energy node. And use this rod thing with it. The PRS, was it? And look for some kind of TV to get the hell out of here. Also ich meine, die anderen beiden Sachen, die waren ja, das waren ja einfach so, so Night Springs What If Episoden. Aber das scheint jetzt tatsächlich in Universe zu sein. Weil das scheint ja so deren Erklärung zu sein, warum, ne, so okay, Quantum Break ist, mit der Marke können wir nichts machen, das gehört Microsoft. Also sagen wir einfach, es sind so ein Multiverse-Charakter. The one living here. The trailer was his. I'd check it out. Don't think. Just act. Find the energy note. Nee, Mann, das ist der Fernseher. Ich wollte mal kurz gucken. Crackers! Oh, das kann ich doch nicht auf Twitch sagen. Hey, that's my board. Handwriting was mine. Paranoid theories about the multiverse and Door. The master of many worlds. And Wake Transformation, ja, so ein bisschen. Red-headed woman, I must find her again, I know her. Lisa, Elisa, Jesse, Elizabeth, Liz, Savage, the energy node Dylan. Was out there in the forest, somewhere. I hear their thoughts wasting time. When they die. I had to go look for it. Also ich meine, Jesse und Dylan sind ja aus Control, aber ich weiß nicht mehr, ob die anderen, was die anderen Leute damit zu tun haben. The conspiracy, don't wipe. Why the acronyms? What are they hiding? Disappear of the grid, we are connected in our dreams. Am I the chosen one? I must be careful, find a way to break through. Killing us, not dead, something worse broken. Because of one of us is the chosen one. Who can stop him? Replace him. Rec Agent Branch, Time Breaker, James S. You are a paranoid nutcase. James, ich muss mal kurz, wie hieß der Hauptcharakter aus Quantum Break? Ich dachte, der hieß Jake in Quantum Break, oder? Quantum Break, main character. Jack Joyce, das war's, genau. Jack Joyce. It's not your Joyce, Jack. Or me? Another me? Someone else? He who wrote the string theory multiverse. Why is he after me? After us! He is coming! Polyhedrons are the what? Polyhedrons are the what? Sorry, game. I can't. Ich hoffe, das ist Absicht, dass es so abgeschnitten ist. Who's the master of many worlds? Darling's book. He's pulling the strings. I must hide from him. Darling's book? Okay. Ich meine, es wäre sehr weird, wenn sie irgendwie Darling und Alan Wake in einem Spiel hätten. Einfach, weil es halt denselben Voice Actor hat. You are here. Okay. Ich meine, das war ja wie... Das war ja Alan Wake 2, weil du musst halt weiter in die Spiral dann oder gehen, um da hochzukommen. You are here. Ist das so dann der Punkt, wo man sich da irgendwie befindet?
Luma Vista TV. According to what Sam had said, I needed the energy node. The other me had hidden it away from this trader. No charges? Aber ist... Soll ich das denn als Waffe hier irgendwie? Items? Timebreaker, Polyhedron, Reality Shifter. Achso, ich brauche die dafür. Ich mag die Musik, by the way, sehr. Ja, ich kann ihn leider nicht im Spiegel oder so sehen. Okay, das heißt, ich brauche erst die Charges. Ich gehe nochmal kurz hier rein, nicht, dass ich da irgendwas vergesse. Aber das heißt, dann muss ich raus und da irgendwo was suchen. Investigate the forest. Okay. I hit it. It's safe. The creek's deep in the forest, all the way at the waterfall. It's safe. Now get the fuck away from here before Dor zeroes in on me. I'll make it. I'm the chosen one out of all of the versions. Me. Yes. He's hidden the energy node at the creek in the forest. I have to find it. Where's the creek in the forest? Oh no, there's a bang at the door. Batterie. So froh war ich noch nie. Okay. Um meine Batterie. So, where's the energy node? Waterfall? Aber wo ist denn... Where the fuck is here a waterfall? Where the fuck does the waterfall? I don't see waterfalling anywhere. Okay, ich gehe mal kurz hier lang, ansonsten gehe ich zu dem Ding hoch. But I don't see dick. Gehen wir mal weiter hoch. Hier ist der Krieg. Das krieg ich noch mit. Es gab ein Darling-Buch im Dark Place, der Rest ist Final Draft, ja. Ich muss Final Draft nochmal spielen. Das ist halt immer das Problem, wenn bei solchen Sachen die Releases so lang auseinander liegen. Das ist dann immer ein bisschen schwer, sich das so im Kopf zu behalten. So wahrscheinlich, ich müsste vor Control 2 müsste ich einfach nochmal Control 1 und Alan Wake 2 durchspielen. PRS was charged now. I had to get back to the trailer and the TV. Oh shit. You can't escape. Aber ich dachte, er war der Chosen One. Apparently he's not the Chosen One. Ich mag das aber, dass das alles so kurz bevor man da ankommt passiert, so offscreen. Fuck this shit! I thought it was just the plot of the video game. But it was all real. Dor, the master of many worlds, was murdering versions of the agent. Played by me. Versions of myself. Das heißt, I'm the real deal, weil ich dann zu der jeweiligen Person werde oder was? Don't try anything. I've got a gun. It's all true. Sind mir einer? It's no hoax. No video game. It's really happening. Video games are real. Multiverse. I had to become the role to survive. I have to become the universe. I have to get back to the trailer and the TV. I have to become Alan Wake. Use my PRS on it. Dor would be coming for me next. I didn't want to face him. Fuck that. But I couldn't shake. Fuck that. I want to shoot a black guy. That's racist. Okay, dann lass mal Energy Note jetzt einsetzen am Fernseher. Ich mag auf jeden Fall, dass sie noch so CRQs überall. I felt a strange pull from the vortex on the screen. I was afraid that wherever it would take me, I was gonna run into this door or something. Whee! Ich hab Control nie durchgespielt. Control ist super, voll am Ende. Frauke Ludowig, du bist so hot.
Ich würde alles für dich tun. Wir könnten exklusiv sein. Deine Kinder sind jetzt erwachsen. No, 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 no. Du verdienst ein Abenteuer mit einem Jungspund wie mir. Ruf mich an. Vielen Dank, Mysterious Mr. B, für die 3 Euro. Okay, alles klar. Ich sehe, wir haben hier ein bisschen... Oh, Alter, ich habe gerade eben wieder... Ich habe wieder zu viel Wasser getrunken. Ich glaube, ich gehe gerade nochmal pissen. Ich glaube, es wäre besser. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich einmal kurz pinkeln gehen würde. Ich bin sofort wieder da. Ich gebe euch auch währenddessen die Möglichkeit, einfach noch schnell ein bisschen Holy zu bestellen. Wir wollen ja auch fair sein, weißt du? Wir wollen ja auch... Ich finde, wir wollen ja auch fair sein. Deswegen, ich bin gleich wieder da. Kann ich mir noch kurz das Wasser ein bisschen auffüllen? Noch mehr pissen. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach so, oder? Ich mache Pause weg. Aber der Rest ist glaube ich, okay. Ich müsste auch mal neue Bilder da. Das wäre vielleicht eigentlich mal ganz nett, dass ich da auch neue Sachen für die Streams oder so mache. Aber müssen wir mal gucken. Ich hab jetzt schon Zeit in die ganzen anderen Update-Templates und sowas reingesteckt. Ich meine, das war auch gut. Ich bin auch sehr zufrieden mit. Aber ich glaube, das reicht dann auch erstmal. Mr. Dorothy. Hello, I am Mr. Door. Du bist eine Tür? Das manchmal auch. No, I shot him. But not better, worse. Ich mag die Musik hier wirklich. Maybe by thinking of Door, I traveled closer to him. To where he was in control. It's always the right time to visit Nice Spring City's Ocean View Hotel. I had to find the right version of the lobby in the right time, when what I needed was there. Okay, darf ich jetzt lesen? Okay. Thanks to our hotel's unique time anomaly, the time is up to you. Did you oversleep? Visit our morning lobby for the never-ending breakfast buffet. Craving one of our delicious signature cocktails? Stop by the 6 o'clock lobby where happy hour is always in full swing. Just follow the clocks to the time of your choice. At the Ocean View Hotel, the right time is only a door away. Das Konzept finde ich voll geil. Kann das mal bitte irgendjemand machen? So. Oh, ist einfach immer happy hour. Einfach immer. Ist dann hinter der einen Tür, kriegst du immer McDonald's Frühstück. Entertainment Logo. Tango Lobby. Tango Lobby. Oh, mir ist so sad. Coffee Lobby. Okay, 9 o'clock. Gibt's auch die Knoppers Lobby? In der ist halb 10.
Ich meine, ich habe noch keine Ahnung, wo... In welcher Zeit ich ihn finden soll. Ist das die Coffee Lobby? 9 Uhr? Das Spiel ist einfach echt so, hey, Bro, wie viele Ressourcen willst du haben? Ja. Ich hätte gerne alle. Warte mal, das ist 3. Ich weiß ja gar nicht, in welcher ihn ich irgendwie kriegen will. Gehen wir einfach mal lang. Gucken wir einfach mal, was es hier gibt. Ich mag die durch die Tür Brech-Animation, die ist hervorragend. Achso, ich hab die. Oh fuck, ich hab die das falsche Ding ausgewählt gerade eben, lol. Das ist dann, wenn ich durch die falsche Tür gehe, dann muss ich das immer wieder neu machen. Okay, genau, jetzt ist 6. Gerade eben war 9 Uhr, das heißt, das. Was ist das? Entertainment, Tango, Coffee. Da ist dann Coffee. Entertainment. Machen wir hier. Gehen wir mal hier rein. Oh, hier ist noch ein Zettel. More multiverse science babble. It gave me the creeps. Also dieses Mal, okay, die Waffe ist dieses Mal wenigstens nachgeladen. Okay. Alumavista TV. I just needed energy to power. Diesmal gab's auch keinen Jumpscare. I couldn't hear the thoughts of the other me, the one native to this reality. Maybe Dor had killed him already. Not a happy thought. Okay. Ich finde das so lustig, wenn du auf einmal wirklich in so der Quantum Break Welt auftauchen würdest. Komm schon, Microsoft, gebt ihnen die Rechte dafür. No one at Poison Pill had mentioned they'd made a comic book of their game. But then, maybe Poison Pill didn't even exist in this reality. I was in a comic book. Time Breaker, thrilling adventure through time and space. Who is our mysterious traveler? All is revealed in the pages of the trippiest collection of science fiction stories on the stand. The secret origin of Dor includes a 3D pull-out map of the Ripple Effect Corporation, the zaniest story I've ever published. Ripple Effect Corporation? Ich weiß gar nicht mehr, was in irgendeinem Spiel schon mal benannt wurde und was irgendwie hier dann teilweise neu ist. Aber dafür ist es einfach auch zu lange her, dass ich die Sachen jeweils gespielt habe. Okay, das hier ist auf jeden Fall nicht verkehrt gewesen, da hinzukommen. Das ist wieder das 3 Uhr Ding. Das war ja an sich falsch. Das war das 9 Uhr Ding. Dann müsste ich ja eigentlich jetzt hier reingehen. Das ist das Letzte, was noch übrig bleibt. Also eigentlich müsste dann ja hier das Light drin sein, ja. Ich muss halt bei Tango direkt an Tango Gameworks denken. Ja, aber das ist. The clocks showed the way. They'd guide me through to get what I needed. Dann muss ich Entertainment Lobby. Ja, muss das es sein. Ich dachte, da wäre ich zuerst eben durchgelaufen. Pipi. Ja. Hä? Habe ich irgendwie die Dinger durcheinander gebracht? Vielleicht muss ich nochmal zu 3. Ne, 3 Uhr war ich aber vorhin, ne? Und da bin ich eben durchgegangen und dann war es irgendwie, oh ja, Bro, das ist einfach nochmal derselbe Raum. Keine Ahnung, dann gehen wir nochmal zu 9, das ist der am Anfang gewesen. Am Ende bin ich einfach random durchgelaufen. Ja, ich verstehe es einfach nicht, weil das ja die,
weil ich irgendwie zweimal im selben dadurch drin war. Das war der allererste. Da bin ich eben. Jetzt gehe ich mal von hier aus in das Teil rein. Deswegen muss man mal gucken. Oh, wait. I've been here before. Aber hier ist auch nichts, ne? Geh mal hier rein. Oh, ich habe ja nur 4 Versionen, die ich reingehen kann. Vielleicht muss ich dann nochmal in die 3 Uhr gehen. Das war ja am Anfang falsch, wo ich da reingegangen bin, aber vielleicht ist da jetzt, weil das ist die letzte, so, ja. Ich bin genau das Muster der Uhren gelaufen und habe alles in einer Runde geschafft. Ach so ist das so gemeint, dass du einfach dem... Oh, was ist das hier? Once you mistook an ocean for a lake, he told us, it's a poem, okay. Alles klar, Artie, let's go. Das war gerade eben aber nicht da beim ersten Mal, als ich hier reingelaufen bin. Okay, alles klar, dann machen wir es einfach mal. Dann machen wir 12. Dann machen wir einfach mal in der Reihenfolge 12, 3, 9, okay. Alter, wie viel halten die aus eigentlich? Okay, das ist 12. Okay, dann 12, 3, 9, ja. Lass mich mal kurz... Alter, ich hab 32 von den Dingern. Okay. 12. Und dann 3. Und dann 9. Also wenn du wirklich die Reihenfolge brauchst, dann ist aber, wenn du am Ende einfach nur durchgelaufen bist, dann ein bisschen Glück, oder? Dö. Oder nein, es ist einfach nur gerade auslaufen dann, lol. Es ist dann einfach wirklich nur gerade auslaufen. Wenn du einfach nicht drüber nachdenkst, dann ist es geschafft, lol. The PRS was charged up. Oh. Now I find my way back to the TV. TV war, glaube ich, Entertainment Lobby, ne? When I used the TV to travel between realities, I was thinking of Dor. And the Vortex brought me here, where the Timebreakers attacked me. Ist auch eigentlich ein geiles Design. Ich habe jetzt aber, ich habe jetzt wirklich nicht darüber nachgedacht, daran gedacht, oh ja, das ist die Reihenfolge, in der du durchgehen musst. Also ich dachte, da wären... Ich dachte, das wäre halt so, ah, okay, hier sind... Ne, bestimmte Sachen sind in bestimmten Räumen. Aber ich hasse diese Teleportationsficker. Alter, wie viel zum Heilen habe ich eigentlich? Was war das nochmal? Das war ein... Ah, okay. This time, a different tactic. I thought about the redhead woman. Is she new things? If I could find her. Don't overcomplicate. Ja, es ist so, okay, lass mal drüber nachdenken. Und dann ist es einfach, nein, stupid. Aber ich finde es halt lustig, dass es wirklich so, dass das gerade ausführt, dazu führt auch. A strange feeling. Still, yet moving.
like frozen snapshots on a sequential path. Lol, ist der jetzt wirklich in einem Comic drin? And yet, thoughts flowing free, like text read out loud. What? It's you. I made it. Door pulled you away. Thought you were gone, for sure. I focused on you when I entered the vortex. I was trying to reach you. You are full of surprises. Okay. Let's try this out. Okay. Welcome to the headquarters of the Ripple Effect Corporation. Ja, okay, das soll das Bureau sein. Okay, alles klar. You were making a video game of the multiverse, but now it's suddenly real. My boy, Ati! Real and not real exist side by side in the multiverse. Echoes flow through it like currents in a cosmic ocean, the Sea of Night. Conceptual, fictional, real, more real than real. Mit dem Schnäuzer. Many versions of us all in hidden interaction, linked by the energies that ripple through realities. One of you is killed in an explosion of dangerous energy, and another one instead gains superpowers. And yet another one meets an alien guardian angel. And one reality, we're not even real. Or as you say, characters in a video game. Okay, so wait, what the fuck? Okay, also das heißt, Thomas Zane ist dann literally eine Alternate Universe Version von Alan Wake. Ja, die einzige Person, die wahrscheinlich nur einmal vorkommt, ist Arty. Aber das ist doch das, was gerade impliziert wird, ist, dass Thomas Zane, das ist halt wirklich eine das ist Alternate Reality Version. Alles klar, okay. Wie gesagt, so, Quantum Break ist real in the Remedyverse. Sie können es einfach nur nicht nennen. Why is he after me? Who is Dor? There are legends about him going back further than we can trace. They say he found an opening to a horrifying parallel reality that consumed him. Gave him access to all realities. The feedback loop killing all other versions of him. I am on the threshold. No. A door everywhere. We don't know why, but he sees the versions of you as a threat. He's killing them, bringing them back as time breakers. We thought he was after Branch. Now I'm thinking he's been after you. Your lines, playing a part, the master of many worlds. We came through the door. What the fuck? All right. What can I do? He must be stopped. He oh, das machst du doch jetzt nicht im DLC hier, oder? Das ist doch jetzt Vorbereitung auf ein anderes Ding hier. I'm just an actor. You could have fooled me. You travel through realities with greater accuracy than anyone I've ever seen. Beyond Dor, even. You picked it up just like that. Finding the place that made him may be the key to killing him. That was our theory. But we could never find it. Maybe you can. Was there something between you and Branch? What you think
you are feeling is just an echo. Yeah. Some other version of us in some other lifetime. But maybe... you'll come back for me? Maybe. Wish me luck. Luck is just an echo of an event carried over from another reality. Wow, Spaßverderber. I was an artist. Real Neil deGrasse Tyson moment. My mission now. I focused on him. The darkness, the entropy, door. The master. Die Hand aus. Das ist einfach, oh, meine Faust hat sich in eine Kartoffel verwandelt. Yeah, to be continued. Ist das der, ich weiß gar nicht mehr, was, worum sollte sich der zweite DLC drehen? Oder ist es jetzt nur to be continued in Comic Terms? Und es geht jetzt noch, what? What? Oh, I get it, one dimensional. Oder was? You never beat me. We'll see about that. My time breakers will stop you and you will join their ranks. Fuck you. Get ready. What? Kann ich auch schießen? I am a B. Oder? Ah ne, er schießt danach automatisch. Warum hat man sich dazu entschieden, das wie ein schlechtes Sega-CD-Game aussehen zu lassen? Mein Leben! What the fuck? Burn! Das ist einfach Suda51-Moment, ganz ehrlich. Das ist so ein Scheiß, den Suda in seine Spiele packt. Kann er irgendwie die Schüsse dodgen, der eine da? Ja, directed by Suda, ja. Ja, bestimmt ist Sam mit dem Sega-CD aufgewachsen. Nein! Ich wurde meine Poperze getroffen! Es ist halt so, warum treffe ich die Leute manchmal und manchmal nicht? Ist es die Nähe, die ich dran bin, oder? Impressive. Out of all the versions, you might be the chosen one. Join me and we'll rule together. No, never. You will regret this. Also, I was lying. Ha ha ha. What? Also, ich find's einfach weird, wieso der... Die ersten beiden Episoden sind so, ja, okay, hier, haha, silly What-If-Dinger, ne? Und dann das dritte ist einfach so richtiger Teil der Lore. Weil das ist ja an sich, also das ist doch jetzt kompletter Kanon, oder? Alter, mein Inventar. To the very edge of the multiverse. Or some deep, dark trench in it. Everything is sucked dry of color and energy. Ja, das ist jetzt die komplette Version. I had to find door or the means to travel on. You should not be here. You made a mistake. Go to hell. Ich glaube, ich habe das Ding ja noch ausgewählt. Time to door. I'm not. I was never here.
Da hinten ist es, ne? Ja. What the fucking fuck? Das könnte auch irgendein Raum aus Control sein. I mean, Ellen hat das ja alles aufgeschrieben eigentlich. Hä? Irgendwie schon, ne? Aber ich meine dieses Number One Fan Ding, so dieses Teleplay. Boah! Wo kommt der Bruder her? Noch einer? Oh, da. Oh, der wurde nicht getroffen. Die Nachladeanimation wäre ein bisschen schneller bei der Waffe. Let me kill myself real quick. Oh, ich glaube, das schaffe ich noch ganz knapp. Ich glaube, das kriegen wir noch hin. I was close. I knew I was close now. Ein komischer Vibrator. Ja, diese Thomas Zane Alan Wake Feedback Loop ist halt weird. Aber das kann ja sein, dass man sich da gegenseitig irgendwie beeinflusst hat, weil die dann voneinander wissen, unbewusst, keine Ahnung. After Dreamless Sleep. Oh mein Gott, wir sind jetzt wirklich in einem fucking. Oh mein Gott, wir sind jetzt wirklich in einem fucking Text-Adventure. This is a Nier-like now. After Dreamless Sleep, you come to and gradually become aware of the utter lack. There's nothing. Focus. You search for something to focus on. An idea of a geometric shape comes to mind. Pentagonal trapezohedron. How do you know the name of this shape that you don't know? You feel yourself fading, drifting apart, losing your essence in the stream of consciousness. The ebbs and flows of your thoughts. Hold yourself together. You fight to hold yourself together, to swim against the current, to break to the surface. Coming to focus, you realize your first impression was wrong. There is something, and there is you, slowly. You sense the words describing this, describing how it is, here, in the farthest reaches of the multiverse. You have reached a reality where only ideas exist, an idea of reality, a conceptual reality, a thought tries to form in your mind. You focus on the thought and it becomes clear. In the beginning there was the word. Here, only words exist. They are everything. You describe this world and you in it. The words describe you standing in a barren conceptual desert. It stretches onto eternity. In a place outside time, you wait an immeasurable amount of time. Above, the ideas of stars silently collide and collapse into black holes. With an idea of a desert comes an idea of feeling thirsty. Imagine a cup of... Natürlich, cup of coffee, hallo? As you imagine at a cup of coffee, your favorite hot beverage manifests itself. The idea of it, the concept of its delicious smell and taste, you savor it, you imagine savoring it. You understand that here your thoughts are as real as anything. You realize you could be trapped here forever. Vaguely, you remember that you are on a mission of vital importance. You feel the details of it already dissolving. You must figure out a way to escape before you lose yourself again. When traveling through the vortex, you always had a focal point in mind. Could that be a solution here as well? Focus on... Machen wir mal Red-Headed Woman. You think of her, and she is there. You are with her. This version of her knows nothing about the multiverse. Her name is Lisa. She is a dancer. She wears a spiral pendant around her neck. Spiral? You feel a strong pull towards her. Thank her for coming back to you? I don't know. Tell her that you've come back for her, yeah. She thinks it's a pickup line, but it makes her smile. There is an echo of it having been said many times across many realities, and that gives it gravity. Not long after, you were a couple. You were head over heels happy, but what you experienced in the multiverse still haunts you. Forget your past, conceal your past. Ist nicht...
You pack your wreck equipment in a box and drive it to a nearby bridge. You throw the box over the railing, watch it hit the water and disappear into darkness. The ripples spread across the black mirror surface. You vow to hide your past from everyone, even Lisa. She'd think you're crazy. Settle down to live your life with her. Ich meine ja so, forget it, also wo ist denn da? Es gab ja nicht die Möglichkeit, okay, remember it. You return to your acting work. You stay away from video games. You love Lisa, but you don't get to spend a lot of time together. You are both busy. She trains hard. She has a big dance production in the works. You can tell she is very tired, not doing well. She's having trouble with her ankle. She asks for your advice. Should she cancel her new show or push on? Advice to cancel. You advise her to cancel and look after her health. There will be other shows. She cancels her show, disappointed, and collapses. She's burned out, more tired than either of you had realized. She needs to rest. Her ankle will heal. She thanks you for being there for her, but you can tell she's disappointed. Find a way to distract her. I don't know. Ich kenne die Person nicht. You feel you both need a break away from the city. You surprise her with a rented cabin on an island in a breathtaking Kildare Lake in Pacific Northwest. You tell yourselves you can rest there. You think you can be happy. Uh-oh! She says she loves you too. That night she wakes up to a terrible nightmare. She is distressed but eventually calms down in your arms. The nightmare comes every night after that. In her dream, she is aware of the multiverse, the many versions of you and her. In her dreams, you are murdered again and again. She doesn't want to sleep anymore. You are worried. Tell her the truth about the multiverse, yeah. You tell her the truth about the multiverse. Her dreams have felt so real that she immediately believes what you tell her. She is furious at you for keeping things from her. Tell her you are afraid that no one would believe you. She understands you. It is insane. Tell her everything you know. From then on, she becomes obsessed about the multiverse. That's all she wants to talk about, determined to learn everything she can. One night, you gasp awake. She is not there. She has left a note. From outside, you hear someone wading into the water. Open the note. Opening the note, you hear the sound of a LumiVista TV trigger, the sound of the vortex between worlds. Somehow, she has your PRS. The one you cast away into the river, half a continent away. He has gone to find her destiny in the multiverse. Inside the note is her spiral pendant. You pick up her spiral pendant. You realize you have lost your way, forgotten your mission and your goal. You have drifted off course, carried by the currents of your hopes and ideas in this conceptual reality. You frown, trying to remember where you were trying to go. What was your mission? You look for it, shifting through your thoughts. It comes to you with a jolt. You were trying to find your way to the master of many worlds. There was something about a door. Focus on a door. With that, a door begins to come into focus. You realize it is missing something. Hang the spiral pendant on the door. There is now a spiral symbol on the door. Oh, clever. And with that one, the door is fully there. Open the door. You open the door. You step inside and stand in a room with a man, the master of many worlds, sitting behind the desk, typing, turning concepts and ideas into words. Shaping this reality, he lifts his head. Warte. Wait. Aber, das heißt, die haben eben doch eigentlich suggeriert, dass Master of Many Worlds Door sein soll. Und jetzt gehe ich durch die Tür und dann ist aber sitting behind the desk typing, turning concepts into ideas. Das ist dann, also das heißt, Alan, this is Master of Many Worlds? You stare at the man in the eye. With a shock, you realize that you have made a mistake. You have come to the wrong place. The man, this master of many worlds, is not the one you were looking for. He's not Dor. He's someone else entirely. You want to ask him what he knows, but it's already too late. What? What the fuck? Game FAQ guides be like... We have witnessed a case of mistaken identity. But in the vastness of the multiverse, what? With an endless number of versions of ourselves, what okay, is identity anyway? Can there be more than one master of many worlds? I'm confused. Or did our hero take a wrong turn somewhere along the way? Was this particular journey precisely what was needed to make him the one he was meant to become? One thing is certain. I am your host, the one and only Warlen Dor, and this is Night Springs. What the fuck?
vermute, es impliziert, dass Alan Wake die Welten erschaffen, Dor sie kontrollieren und Breaker sie betreten kann. Aber ich meine, Dor kann sie ja auch betreten. I don't fucking know. Ich find's auf jeden Fall cool, weil es so Dinge beantwortet, klarer macht, aber dann auch gleichzeitig wieder vollkommen neue Fragen aufwirft. Es ist eigentlich so genau die richtige Art und Weise, das zu machen. Sodass du denkst, oh mein Gott, jetzt wissen wir endlich mehr, und am Ende sitzt du da und denkst dir so, what the fuck. Aber ich bekomme zumindest das Gefühl, dass Sam Lake eine generelle Idee hat. Das ist nicht so diese so bullshittige, oh ja, ich mach meine Mystery Box auf und dann gucken wir einfach später mal, was wir damit machen. Weißt du, wir finden so die J.J. Abrams Methode, wir finden dann schon eine Möglichkeit, weißt du? Wir kriegen dann schon raus, was es sein soll. Night Springs. The Night Springs to Mind. Night Springs. War cool. Yeah, and loving memory of James McAfee. Chasing the murder cult made me feel like I was. Oh, das ist cool, dass sie nochmal Voice-Over von ihm drin haben. I thought I was getting closer. Things shifted around, and I realized I was further away than ever before. Instead of answers, I only got more questions. The name of the cult and the masks they wore kept changing. The deeper into the dark depths I got, peeling off the layers of this case, like the ocean zones from twilight to midnight to abyssal to the deepest trenches, the closer I felt to going mad. This is cool. Nein! Was habe ich? Ich habe Solve All Stashes. Okay, ich hab nicht alle Stashes gefunden. Und was war das andere? Defeat 3 Haters at once with any kind of explosive. Oh, das ist aber schlimm. Dann muss ich ja nochmal bis dahin. Dann muss ich ja nochmal bis dahin spielen. Ugh. Weil damit du halt 3 auf einmal töten kannst, musst du ja, glaube ich, ganz ans Ende damit gehen, ne? Was war das? Survive the Arcade Game Reality, Travel to a New Reality, okay, das war Story. Read the screenplay in the green room, complete. In 2 tries or less, enter the warehouse office without being caught by the coffee mascots. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich es beim zweiten Versuch geschafft. Listen to all the writer's messages. Take the accessories from the kitchen, complete anime. Okay, nee, das war. Das ist eigentlich fast alles Story getrieben, ja. Das wären einfach nur die. Percolate. Ja, Yahtzee und so, genau. Defeat 3 Haters at once. Da brauchst du einfach nur das richtige Setup. Ja, ist easy. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt momentan nochmal extra zurückgehen würde, um den DLC vollständig zu machen. Ich habe auch den DLC von Alan Wake 1 nie 100% aller Erfolge geholt. Dann wäre es doch nur passend, wenn ich das beim zweiten genauso machen würde. Da habe ich auch nur das Hauptspiel 100% gemacht. Bam 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 b
Sean Ashmore mittlerweile auch schon 44 Jahre. Werden einfach alle Leute zu alt. Ich finde, wir sollten einfach mal alle aufhören mit dem Alter. Einfach mal aufhören mit dem Altern. Ich finde, das ist doch mal so Mantra to live by. Just don't age, bro. Just don't age. No aging. Boah, ich hab keinen Bock auf meinen 35. Geburtstag. Oh Gott, hab ich so keinen Bock drauf. Hab ich so keinen Ab drauf. Ja, nach Episode 3, everything is possible. Das Achievement kann man... Oh, die Hater gehen... Ach so, stimmt, Hater. Das ist ja dafür. Das kannst du direkt am Anfang machen. Ja, ich guck mal. Vielleicht mache ich das einfach dann mal. Baba du Baba, skibidi babu, bibidi bang. Ich warte erstmal Release von Lakehouse DLC, bevor ich dann alle Achievements durchmache. Ich meine, beim Hauptspiel habe ich einfach so 100% geholt im ersten Durchgang. Da habe ich tatsächlich einfach alles Richtige gefunden. So Leute, was machen wir jetzt? Okay, ich werde jetzt auf jeden Fall mal gerade... Ach, das sind so komische Arschfick-Tests. Ich fand die alten, die wir hatten, die waren besser. Die sind mit so einem... Weißt du, das ist genau wie bei irgendwelchen Verpackungen. Kennt ihr diese runden Sticker, die so an den Enden von Verpackungen sind, an der Lasche, in der man die aufmacht? Hasse das. Sind die schlimmsten. So, ja, okay, Bro, es wurde noch nicht geöffnet. Alles klar, I get it. Boah, ich liebe es, mir Sachen in den Hals zu stecken. Ich liebe es, mir Sachen in die Nase zu stecken. Ich liebe es, mir alle Dinge in irgendwo hinzustecken. Let's go, I guess. Die anderen Tests, die wir hatten, die waren besser, ganz ehrlich. Okay. Let's do this, Leute. Dann machen wir, ich glaube, irgendeine Reaction dann einfach gleich und dann gucken wir danach. Babudi-baba, das ist der Budi-babidi-bum. So, dann machen wir mal. Einfach nur React. Machen wir einfach, ich mach das einfach mal gerade rein, damit Leute dann Bescheid wissen, dass da nichts mehr kommt. Ich hatte, glaube ich, noch Sachen, oder hatten wir noch aus dem Discord? Hatten wir Vorschläge, Reaction.